natürlich eine der beliebtesten und vor allen Dingen auch die langsamste Map, die wir in Counter-Strike statistisch gesehen. Ja, und das hilft uns doch hier nochmal einen schönen vollen Abend zu sehen. Mirage wird übrigens die zweite Map sein, das ist dann der Map-Pick von Sprout. Ja, und die allerletzte Map, die wir dann eventuell heute noch erleben können, ist DE Overpass. So, und wir gehen aber rein. Ladies and Gentlemen, Horde Analytics gegen Sprout wird jeden Augenblick starten. Und jetzt ist definitiv Stimmung gefragt. Wunderbar! Und die ist auf jeden Fall vorhanden. Die Fans hier vor Ort in Magdeburg, die heizen ein und die sind jetzt komplett ready und fit für das große Finale, genauso wie wir. So, erster Frag. Wer und wird ihn machen? Kito, Kito Mitte runter. Der ist richtig greedy. Komplett Gas. Ja, der will jetzt. Und Dennis als Unterstützung. Das ist natürlich ein gewisser Bait und in der falschen Mitte auch Syrson. Und Tasert. Frag Nummer 1 auf dem Konto von Sprout. Dennis mit dem nächsten in der Mitte, nachdem Kito gefallen ist. Und jetzt die 3 gegen 4 Situation. Aber noch ist hier überhaupt nichts verloren in dieser Runde. Faven muss stehen und aufpassen und der nächste Klick, der sitzt. Und nochmal Faven. Und dann ist aber zu viel des Guten. Aber du, alleine gegen 3. Das wird nicht leicht, aber den ersten nimmt er schon mal mit. Die Glock natürlich auch stark auf Close Distance. Der Kopfschuss sitzt, aber Syrson mit dem letzten. 1-0 für Sprout. Also, diese Pistol Round, die ist im Sack und auch hier beide Teams haben in ihren Halbfinals jeweils 2 von 4 Pistols holen können. Und so, wir können ja auch noch mal so ein bisschen auf die Statistik lunzen da. Ein Faktor kurz, Karle, man hat die Bombe nicht gelegt und dementsprechend sehen wir auch nur eine Deagle und eine P250 auf Seiten von Alternate. Man wird also dementsprechend versuchen, so viel wie möglich zu sparen. Und Inferno, die schwächste Map von Sprout. Vertigo natürlich rausgeht, aber 35% die Quote bei Sprout. So, jetzt Syrson. Weiter geht es. Dennis, der darf hier arbeiten. Dennis, nach vorne. Syrson mit dem nächsten. Und Cressy, 1 gegen 5. Die Sprösslinge hier auf jeden Fall gerade stark unterwegs. Aber der war wichtig. Der war wichtig. Und jetzt kommt vielleicht der nächste. Nein, aber das 2-0 für die Sprösslinge. Sehr, sehr fokussierte Gesichter. Im Hintergrund natürlich NKJ und Alternate Attacks weiterhin ohne Coach, womit sie aber sehr gut fahren. Sind da immer sehr zufrieden. Hab viele Nachmatch-Interviews jetzt in den laufenden Seasons gemacht, sie immer wieder darauf angesprochen. Und für sie ist ganz klar, der richtige Kandidat muss kommen, alles andere ist uns wurscht. Und bisher ist er halt einfach noch nicht da. Ja, genau die gleiche Frage habe ich auch vorhin nochmal gestellt, als ich mit den Jungs gesprochen habe. Ob sie damit halt sehr zufrieden sind, so wie sie gerade sind. Und Dude sagte ungefähr eine Millisekunde, nachdem ich mich ausgesprochen habe, ja. Ja, das ist eine klare Antwort. Aber das ist natürlich auch immer wieder etwas, wo man gucken muss, wie ist die Philosophie? Stimmt die da überein? Wie sind die Spielertypen? Wie hat man sie eingesetzt? Ist der Coach dann vielleicht so ein bisschen, dass er so Handschellen ansetzt? Exakt, und so weiter? Ja. Und oh, Alternate, Alter. Also den auf dem Schirm zu haben, ist richtig, richtig schön. Bernard auf der anderen Seite, aber dann Faven da. Und die sind aber auch jetzt wirklich eingespielt. Aber beide Seiten, ne? Also, da scheppert's wirklich. Aber genauso soll es auch sein im Grand Final. So ist es. Die zwei besten deutschen Teams, abseits natürlich von Big, sind hier auf dem Server. Muss man einfach genauso aussprechen. Stehen auch nicht ohne Grund im Grand Final. Und jetzt erstmal den langen Smoke, ein bisschen Kontrolle für die Mitte, da natürlich Infozone. Und die Smoke ist richtig, richtig bitterböse. Man weiß nicht, ist da jetzt jemand durch, wie viel Kontrolle kann man da eingrenzen. Und Stefan, wie wichtig, 8 HP übrig, aber mit 8 HP kannst du immer noch effizient sein. Das heißt, Überzahlsituation für Alternate. Ja, vor allem sein zweiter Frag, den er hier macht. Wieder schön auf dem Schirm. Und nur noch Syrson am A-Spot. Sprout weiterhin aufgestellt für den Doppel am B. Das, boah, Syrson. Ganz stark, dass er 2 machen kann. Trotzdem, der Spot ist offen. Bombplant wird hier in jedem Fall durchgehen. Aber HP-Vorteil auf jeden Fall bei Sprout. Genau, HP-Vorteil gegen Raumvorteil. Aber auch eine Sache ist, dass Faven noch ein Diffuse-Kit dabei hat. Leider gar keine Utility, aber diese 1-1-Strength ist wichtig. Jetzt Stefan mit 8 HP. Da ist der Herr Richter. Der alte Richter. Und der geht nochmal die Wildfire holen, denn der ist auch wild und möchte jetzt noch den Diffuse-Code richtig eingeben.
wird er schaffen. Das wird er schaffen. Grüße gehen raus an die bessere Hälfte von Herrn Richter. Heißt? Laura. Na also. Ja. Haben wir da auch mal? Ne? Ja, jetzt ist, ja, Laura. Grüße gehen raus. So. Die genießt übrigens ihren ein oder anderen Drink. Einen Apfel-Zimt-Glühwein mit Schuss. Und Amaretto. Amaretto, das war's. Es könnte sein, dass ich das schon mal getrunken habe oder vielleicht probiert habe. Gerade eben. Deliziös. Definitiv. Brachiales Getränk. So. 3:0. Sprout mit Waffeln. Auf der anderen Seite sehen wir Tech 9. Die wird auch immer mehr wieder gespielt. Auch bei mir wieder im Inventar. Ja, sehr schön. Und es ist wirklich eine sehr rasante Waffe. Es ist etwas, womit man wirklich unglaublich gut explodieren kann. Wenn du Räume einnimmst, wenn du weißt, Sprout spielt vielleicht ein bisschen defensiver die Banane, kannst du sehr weit nach vorne gehen und dann, wie ich schon angesprochen habe, natürlich herausplatzen. Ja, aus vor allem, defensiven genau. Du kannst halt aber auch schön im Laufen mit der weiter tackern. Das war's für dich, ne? Ja, im Laufen tackern ist super. So, ja. Da steht man mit 5 Mann bereit, möchte jetzt tackern und laufen. Und man hat 4 Smokes. Das heißt also, man kommt nicht nur gut auf den Spot, wenn man die Entry setzt, sondern man kann auch nachsmoken und schlussendlich sehr, sehr viel Zeit verzögern. Und das ist kostbar, das tut weh. Da hat dann eventuell auch das Team von Sprout Probleme. Aber gerade erstmal das Duell. Faven und Speedy, die beiden sind verantwortlich jetzt für das, was kommt. Und die Smoke immer wieder wichtig. Wir gucken oben, 55 Sekunden auf der Uhr. Diese Smoke nimmt schon mal einiges an Tempo raus. Die Frage ist, verschiebt Syrson vielleicht jetzt gerade? Aber nein, der verschobene Spieler ist Dennis und der hat keine Smoke mehr. Kann aber mit der Molotow natürlich antworten. Jetzt kommen die initiierenden Granaten. Jetzt muss die Molotow rausgeschüttelt werden. Wo bleibt sie denn? Nee, Flashbang. Schönes Ding hier. Offensiv gegangen. Einen nimmt er mit. Den zweiten schafft er nicht. Kressi, ach du Heilige. Oh, Dennis. Oh, starker Laufweg. Schön gemacht von Dennis. So, und damit der nächste Break. Was für eine Runde, meine Damen und Herren. Und zu Recht wird hier eskaliert. Einfach nur zu Recht. Wahnsinnsrunde. Super. Super. Ja, Dennis da fast nochmal auf den falschen, mit dem Syrson, fast noch auf den falschen Fuß erwischt. Wir sehen jetzt hier, ein Break macht er, dann ist er fast ein bisschen zu greedy, aber er geht zurück. Das, genau. Jetzt der perfekte Laufweg, clever gespielt, einfach auf Nummer sicher. Ja, kurz die Gier abgestellt und dann geht das. Ja, und da siehst du aber, ne, das ist halt auch dann die Erfahrung von einem Dennis, der schon so viele Jahre im E-Sport dabei ist. Ein unglaublich netter Mensch. So. Ich mag den. Ich mag den doch. Faven, den mag auch jeder. Ist einfach ein netter Geselle, finde ich. Sieht aber immer. Ja, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Nein, also ich glaube, gut. Bernard hat da so einen Zusammenhang mit Faven. Oh, wow. Nein, aber das ist einfach, er ist ein entspannter Typ. Und genau das ist auch wichtig, dass man ruhig bleibt. Auch so ein Spielertyp brauchst du. Genau. Und vor allen Dingen so entspannt und dann trotzdem zwischendurch komplette Eskalation. Auf dem Server. Definitiv. So, Stefan, Slex in der Mitte jetzt fündig gegen Dennis und dann hat man natürlich eine Lücke aufgebrochen. Die Problematik in dem Fall ist, dass man sogar noch mit 2 Mann denkt, oh, Syrson. Und dann geht man nach vorne, was ist das für ein Damage? Und jetzt ist Kito da und der sagt, ja, ich pflück euch alle ab, kommt mal rum. Oh. Und dann geht's aber mal zurück ins Fressbrett. Na also. Wo liegt denn die Bombe? Ach, liegt die oben unangenehm. Im Haus. Die da, war da, unangenehm. Die, da war die, nee, das war okay. Ja, liegt trotzdem unangenehm. Ja, wenn du da einen guten Winkel hast mit der Arve, dann hast du keine Möglichkeit, da reinzugehen. Ja. Genau, das merkt Cressy jetzt auch. Syrson hat sie sich ja gefischt, geangelt. So, keine Flashback. Doch, Cressy, schöne Flashback hier. Und jetzt ist die Bombe weg. Und die Info ist natürlich wichtig, wertvoll. Und, aber guck mal, ob sie mit Speedy so schnell schon rechnet. Oh, Faven! Frech! Boah, das war ein nice Move. So, und jetzt Speedy. Einer, ja, einer legt, der andere muss natürlich fliegen jetzt erstmal. Oh, er erwartet ihn unter Balkon. Da darfst du nicht safen. Das musst du versuchen, den Trade. Und der geht flexibler auf die AK. Very good, very good. Schade. Ah. Schön gespielt von Cressy. Syrson alles versucht. Speedy leider mit ein bisschen Timing-Pech. Laura Ohren zu halten. Das war wirklich ärgerlich. Super stark von Cressy, dass er auch so weit nach Offensiv gegangen ist, weil er wusste, dass die Flash hinter ihn fällt. Und dieser Spielzug, diese kleinen Momente, diese Zentimeter, die machen einen Unterschied, lieber Herr Remmert. Diese kleinen Zentimeter, genau, richtig, Knochen.
Was ist denn jetzt nichts, schon wieder dein nichts. Problem? Ich hab doch einfach nur meinen Satz wiederholt. So, Dennis in der Mitte. Oh, der ist greedy, der will. Und da. Aber Susan hatte als Backup auch wieder. Also es ist quasi wie die Pistol Round, nur mit Waffen. Und Favon steht wie eine Eins. Und da kann man Bankladen. Oh, schönes Ding, Dennis! Dann nochmal schön der Spray-Transfer und da hat er sogar den Headshot gesetzt und Dude und Chris die letzten Überlebenden von der Seite ist Vito da und der pflückt. Der alte Pflücker. Ja, und das Dude, der kommt echt zum Bombland. Ja, und das ist wichtig. Ja, die Kohle kriegen sie auf jeden Fall. Und mal gucken. Also wenn er jetzt drei One-on-Ones hat. Vito macht's richtig. Nur zweimal gejiggelt, kurz geguckt, ob die Info da ist und dann warten auf die Mates. Guck mal, wenn er jetzt... Mhm. Der Observer hat's echt sowas von dermaßen er drauf. Ist, ja. Also da kann man auch nochmal... Ist das Rush? Ist das Rushy oder was? Rush? Boah, Wahnsinn. Ja gut, dann keine Wunder, wenn wir Rush hier natürlich haben. Dann nochmal ein extra Applaus für Rush, für diese geile Kamerafahrt, für diese Einstellung. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, wir sind hier bei der Meisterschaft, ja? Nicht hier beim ersten FC Hans Ab und bei Bams. Bei Barfuß Bethlehem. Genau. Das ist hier, ne? Das ist Tier 1 Observer, den wir hier haben. Tier S sonst unterwegs, sorry, ESL S One. Hä? S Plus, der ist wirklich, der ist Tier S. 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 So, und dann machen wir weiter hier bei Sprout gegen Alternate. So, ich denke mal, Kiki. Tier S, Freunde, wisst ihr Bescheid. Oh, Abellele, war das schön. War das schön. Und da ging es eher um Infoplay. Vielleicht nochmal die Möglichkeit des Peakens. Boah, die brennen. Ach du Scheiße! Und er ist down! Speedy! Und Susan. Zack. Schnappt sich den nächsten. Eieieiei. Jetzt ist der Slack 2 gegen 5 und du siehst es wieder mal links. Ja. Um Geld. Ja. Das ist. So, wie kurz vor Weihnachten, wo man alle Geschenke gekauft hat. Und es ist der Pick von Alternate Attics. Oben links in der Ecke auf dem Radar könnt ihr es wahrnehmen. Und dementsprechend durfte Sprout sich auch aussuchen, auf welcher Seite sie starten. War die City-Seite, ist die favorisierte. Es war immer nur so ein tendenziell 9-6, 8-7 Ergebnis, das ist typisch. Aber hier sehen wir schon, der Start, der ist fulminant. Lieber Matthias Knochen-Remmert. Definitiv. So, Slax versucht hier natürlich nur noch seine AK über die, seine AWE über die Zeit zu bringen. Aber 40 Sekunden ist eine lange Zeit und Sprout kann da vielleicht mit ein, zwei Leuten noch so ein bisschen jagen gehen. Kito versucht es auf jeden Fall. Ja, das wird Slax natürlich jetzt wissen, dass sich da was bewegen könnte. Und er passt auf. Aber jetzt weiß man, wo er ist. Und vor allen Dingen ist der Anhitter. Genau. Und das ist gut. Susan kann jetzt die ganze falsche Mitte safe halten, da ist man hundertprozentig sicher, dass da keiner mehr kommen wird. Das heißt, dass die restlichen Spieler sich natürlich um den anderen Bereich kümmern können. Das Problem ist aber, gegen eine AWP verlierst du natürlich häufig viele Waffen und sie haben selber nicht genügend Geld. Dementsprechend lassen sie sogar die AWP in den Händen von Slax. Aber große, große Gefahr birgt das. It's dangerous out there. Take this. Ja, und Bernhard bisher noch fracklos in dieser ersten Hälfte nach 6 gespielten Runden. Ein Inferno auf Inferno. 7 gespielten Runden. Und der zweite wird sogar einfach durch die Smoke weggeangelt. Ja, und Bernard hat gerade so den James Bond gedodged. Also der eine Assist, dem gönnen wir ihn vom Herzen. So, und jetzt sieht man auch mal. Netter Junge auf jeden Fall. Auch gerade vorhin noch mal ganz kurz ein bisschen im Talk gewesen. 0-1-7 Stats und du siehst eine 26er ADR. Eben hatte Kazuya dieselben Stats und hatte eine 2,6er ADR. Ja. So, da sieht man oder du im Showmatch und... Hatte am Ende 11 Fracks, die mir ausreichen, um nicht komplett versagt zu haben. Die Walle-Regel wurde erfüllt. Ja. Aber ich habe auch schon die ersten Anfragen auf Twitter von Tier-S-Teams. Sagt dir nichts, ne? Nee. Ja, Wasser holen, ne? So, 6-1. Werden wir Brasil Never Forget nochmal sehen oder nicht? Nein. Du sagst nein? Das heißt, Alternate Attacks holt diese Runde mit 4 Deagles und einer AWP? Ja. Das ist eine sehr gewagte Expertise. Wenn du recht haben solltest, bin ich beeindruckt. Susan, erfolgreich. Oh. Oh. Sureska. Senmon Sakura Kageyoshi. Headshot ist der Bernarde. Boah, heftig, Junge. Was kommen denn da für Bretter gerade raus? Mhm. Ja, Knochen, wo ist die? Weißt du, wie schlimm das ist, dir jetzt auch noch recht geben zu müssen?
Die Runde ist noch lang. 1,17 noch. Lang. So, und Sjursson ist auch auf lang. Mit dem langen Rohr und den langen Atem. Und einer langen ADR. Lex bekommt ihn raus, Kito und Speedy, die letzten beiden Überlebenden. Und du hast wirklich es vorher noch predicted, das ist ja unglaublich. Und jinx it. Ja, ich jinx aber, damit du Unrecht bekommst. Ja. So, aber... Du kannst dich gleich nochmal einspielen auch, gesagt habe. Aha. Mhm. So, vier Mann. Jetzt rotieren sie nochmal komplett rüber und schauen mal, wie sie Sprout ausspielen. Und da, wenn du den Bombplant hörst, ist eigentlich ziemlich klar, da gehst du safe und da solltest du nicht mehr hinterhergehen, das Geld sollst du behalten, das ist nicht mehr nötig. So, und damit hat Knochen wirklich recht behalten. Schade, schade, schade. Was gibt's denn jetzt? Ja, was denn? Ja. Du hast recht. Reicht dir das nicht? Nee, ja, bei dir nicht. Hol dir halt noch so eine Tankstellen-Dubai-Investition oder so. Dann bist du glücklich. Super. Ja, und der große, große Part ist einfach, nicht nur, dass du die Eco gewinnst, du nimmst auch noch das Geld der Gegner und nimmst ihre Waffen mit in die nächsten Runde. Und jetzt siehst du auch mal, vier Leute überlebt, drei Waffen mitgenommen, das Geld von den Gegnern rausgeholt. Die haben das Maximum aus dieser Runde extrahiert. Geil. Ja, und die hatten natürlich Rüstung, Weste, das, was du vorhin auch schon mal erzählt hast. Und weißt du, was sie noch genommen haben? Was denn? Ehre. Ehre. Da hat jemand auf jeden Fall Ehre genommen. So. Ich denke mal, wenn jetzt gleich die Bombe explodiert, wäre das ein Grund, Alternate Attacks wirklich mal Respekt zu zollen und vielleicht stark zu applaudieren mit dem einen Bangern. Oder anderen. Und mit den Bangern. Okay, und jetzt. Ach, ihr seid so herrlich. Wo ist es? Wo ist der? An die ganzen Ladies da draußen. Ach, da war er. Ich habe ihn gehört. Sehr schön. Rommler, nochmal. Gut, danke, reicht wieder. So, hier sehen wir nochmal, ne? Schön. Ja. Also, kein 1-7, kein 7-1. Brasil never forget, sondern wir haben das 6-2. Knochen hat es gut abgewendet. Das war wirklich die Knochenregel 95. So, falsche Mitte auf jeden Fall, der Molotow Richtung Bibliothek. Das nimmt natürlich ein bisschen Flexibilität, das nimmt die Möglichkeit, offensiv zu pieken, aber in der Mitte hat man trotzdem Raum. Und schau mal hier, still und heimlich, ganz allein. Ja, da muss der Sjursson sein. Das war nicht geplant, der kam jetzt einfach raus. Okay. So, Stefan, zack. Dann hier, regiert, Team Alternate. Oh. Oh, ja, sowas in die Richtung. Darauf wartest du, ja? Ich warte auf richtig Gesänge, ja. So, und jetzt geht's hier aus der Bibliothek raus. Dennis unter Druck gesetzt. Der brennt, der ist heiß, der Mann. Der brennt gar nichts. Er hat einen feuerfesten Stiefel an. Die Granate, die kam jetzt. Oh, was ein Timing, geniales Timing von Dennis Smoke erwischt. Kommt da auch noch mal raus. Das wird schwer. Aber jetzt die Flash gibt natürlich jegliche Orientierung. Super. Und Molly nochmal hinterher. Also nochmal das Team auch gesplittet. 4-gegen-4 Situation. Und Alternate Attacks, die brauchen hier Folgerunden auf jeden Fall. Und Sprout grenzt sie unglaublich gut ein. Ne? Man muss es ganz klar sagen. Komplett. Die Zugänge sind wirklich sehr gut abgeblockt worden. Jetzt aber trotzdem, man muss sich für eine Richtung entscheiden. Der große, große Vorteil ist, Sprout hat die Banane relativ stark kontrolliert, dadurch, dass man Sandbags für sich erschlossen hat. Aber jetzt gibt es erstmal ein Execute. Hier die kleine Sandkasten-Smoke, die nimmt natürlich den rotierenden Spielern immer die Sicht. Und da kommt sie auch, kleiner Sandkasten, abgesmoken. Jetzt müssen natürlich die Spot-Spieler entscheidend agieren. Oh, Kito. Kito steht, zieht den Fokus und dann kommt Dennis rum, der diese Runde wirklich starke 3 Kills gemacht hat. Gutes Positioning von ihm. Dank. Und dann Speedy da. Und da haben wir das 7-2, dreimal überlebt und Alternate Attacks. Ja. Jetzt haben sie richtig viel Kohle, weil sie eben diese entscheidende Runde geholt haben. Aber trotzdem, man kommt immer wieder so ein bisschen unter die Räder. Also die brauchen mal ein paar Runden fürs Selbstvertrauen. Ja, also Folgerunden sind hier wirklich unausweichlich. Ist einfach Pflicht. Und dann Slex hier. Hatte einfach keine Möglichkeit mehr, das irgendwie abzuwenden. So, ich glaube, das ist auch. Ist das das erste Timeout? Ich glaube schon, ne? Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Timeout ist. Ja, NK redet, dann ist es klar. Guckst dir doch an, wie er redet wieder. Das fehlt natürlich auf Seiten von Alternate. Die haben keinen Coach, wundert euch nicht, der ist nicht krank oder nicht da, sondern die haben einfach keinen. Und da, hallo Winken, hallo Gönner! Jawohl, jawohl, wunderbar. Also. Jetzt hat es aber aufrecht dahingesetzt, ne? Ja, ja. Das, das Finale, war ja auch, Konzentration. Und da ist der Brasi. Brasi, du bist in der Kamera. Ja, moin. Hashtag Easy Content. Okay. Ja, mit EZ übrigens geschrieben. Mhm. So,
7:2 Sprout holt dann direkt mal wieder diese Runde. Das heißt, man kann keine Folgerunde aufbauen, wie du es gesagt hast. Insgesamt beide Seiten gut ausgestattet. Diese hier ist eine sogenannte Schlüsselrunde. Ja? Willst du das erläutern? Okay, dann lassen wir es bleiben. So, Double-Deckung Richtung Banane, aggressiv nach vorne. Jetzt bitte, erzähl's. Schlüsselrunden sind deswegen Schlüsselrunden, Key-Rounds, weil es letztendlich ja, entscheidend ist, in welche Richtung es geht. Das entscheidet, in welche Richtung es geht und deswegen heißt die Schlüsselrunde. Ja. Wow, also vor allem in dieser Situation, wenn natürlich auch ne, Money Broker gesetzt werden kann und deswegen vielleicht vermeintlich irgendwie zwei oder eine einfache Runde noch on top dazu bekommt. Ja. Hier in der Phase jetzt, ne, gerade 10. Runde, jetzt noch nicht ganz so dramatisch, aber... Ganz klar, wer diese Runde gewinnt, schickt den anderen in die Eco und deswegen gibt es dann einfach mehr Runden obendrauf. Schlüsselrunde, Punkt aus Ende. Eine Schlüsselsituation und daher... Ich hab's so erklärt. Ja, Schlüsselsituation und daher kommt ja auch nochmal Schlüsselrunde. Knochen. Ne? Ich war nicht ganz zufrieden mit der Erklärung. Muss ich nochmal nachlegen. Gut, gerne. Weiter geht's. So, Speedy. Ein Syrson-Gedicht ist auch schon geklippt. Was auch immer du da erzählt hast. Das war ein Gedicht für den Advent. Steht ja auch da. Boah. Und Netex wieder in die Flashes reingeguckt. Faden wird da aus dem Y gelockt. Und wenn dann auch nochmal mit guten Hits gegen Base. Stefan. Oh, dass er ihn hat. Da hat man auch gehört, wie laut diese Ansage kam. Und ich oh, glaub, das da war der Unhit gegen Stefan. 9 Sekunden. 9 Sekunden. Im Plant war. Oh, schöner Versuch von Syrson. Wusste, dass er ihn nicht sieht. Dann muss er eigentlich da oben auf diese Empore stehen. Und jetzt mit 3 Mann. Kito ist der entscheidende Faktor. Ja, Kito muss 2 machen. Oh! Achter auch. Und jetzt gegen Dude. Und Kito macht die dritte. Ja, bist du denn bekloppt? Ja. Die Views gehen raus für Sprout. Nächste Runde auf ihrem Konto. Und damit Schlüsselrunde gewonnen. Ja, 8. Runde, damit die Halbzeitführung. Aber Orte, ich muss mich korrigieren. Bombe geplantet. Bombe geplantet. Sie haben noch Loser-Bonus. Genau. Ah. Schlüssel auch in Awe. Schlüssel abgebrochen in der Schlüsselrunde? Alles in Ordnung. Der Schlüsselbund ist halt fest und groß. Da muss man halt auch mal ein bisschen verzichten. Ja. So, trotzdem. Mag alles sein, dass sie noch Geld haben, sie brauchen Runden. Sie brauchen jetzt auch unbedingt mal Folgerunden. Ben Sprout spielt sich gerade einen kleinen Rausch. Und was gut ist, sie halten immer wieder die überlebenden Spieler von Sprout relativ klein und dementsprechend baut sich bei Sprout halt auch kein Geld auf. Und das ist der entscheidende Vorteil der Terrorseite, lieber Matthias Knochenremmert. Ja, und die Banane komplett unter Kontrolle von Sprout. Da wenig Probleme jetzt, ne, wenn man drüber spricht. Dann kommen die Probleme. Oh. Syrson ein zweites Mal verschossen. Ja, so, das ist natürlich... Jetzt muss er weg da. Oh, da hat Faven ihm sofort den Hintern gerettet. Also, da wurde gar nicht viel rumgekurkelt oder rumgegrillt. Und sofort wird Faven nach oben geboostet. Ich bin da ja wirklich kein großer Fan von der Position, aber irgendwie wird sie auch ganz, ganz selten richtig aktiv gecheckt oder predicted gemacht. Man hat aber natürlich halt auch so viele erst Winkel. Mal gegen Spot halt irgendwie aimen musst, ne? Du hast so viele Winkel gegen Spot. Ja, das ist halt immer die große Frage. Aber man muss es natürlich auch disablen mit einer Flashbang etc. Oder es gibt ja auch diese Fixpunkt-Molotow, die oben auch den Bereich erstmal punisht, wenn er da steht. Ja. Aber ja, ich mag diese Pose nicht, weil sie halt einfach so unflexibel ist. Ich mag die nicht. Es ist halt sehr unflexibel. Und trotzdem ist sie immer wieder effektiv, immer wieder erfolgreich. Und deswegen muss ich mich leider wohl damit abfinden, dass ich sie auch immer und immer wieder sehen werde. So, late Entscheidung Richtung A-Spot. Sehr gute Entscheidung. 35 Sekunden auf der Uhr. Und die trotz muss man nur gegen 2 Mann ran. Und jetzt müsste eigentlich ein schöner Split. Also über lang, kurz und Teppich. Die Aufstellung ist richtig, richtig übel. Also man kann nur hoffen, dass es ein Langsplit wird, sodass sich halt Syrson irgendwie noch mit einschalten 20 Sekunden. Kann. Aber sie explodieren. Zu wenig, das ja. ist heftig. Man hat 20 Sekunden halt wieder nur auf der Uhr und deswegen muss man halt schnell irgendwie auf den Spot drauf. Funktioniert aber trotzdem erstmal. Kito. Der ist so stark, der. Nach 2. Und dann ist aber hier Ende im Salat. Ja, und da hat man sich mehr auf so ein B-Go eingestellt. Man hat den Syrson halt im Hundegang abgestellt mit der AWP. Und wenn dann natürlich kein Langsplit stattfindet, hast du keinen Impact. Und dann wird es sehr, sehr kritisch. Guckst du an. Syrson mit 123 ADR, Dennis mit 105 ADR. Dem gegenüber steht ein Cressy mit 96 und dann der nächste Bestwert, Slex, mit 58. So, endlich mal wieder eine Runde auf dem Konto von Attex. Runde Nummer
3. Hier klatschen. Ja, sehr gut. Hier bitte Klatsch einfügen. Ja. Wir brauchen so diese Anzeigen wie bei Verstehen Sie Spaß, wo man immer hey, so die schaffen es schon sehr gut selber alles. Oh, das freut mich, dass du so viel Zuversicht hast. So, und ja, der Spielstand zeigt es zwar nicht, aber man muss jetzt hier wirklich die letzten Reserven vom Konto kratzen, um irgendwie einen vernünftigen Buy hinzubekommen. Und der ist auch echt solide geworden. Man muss auf ein paar Helme verzichten, das ist der einzige große Nachteil. Aber schlussendlich ist der Gürtel voll, man hat einige Waffen bei sich. Ja, und die AWP, das ist sowieso einer der maßgebenden Dinge. Jawohl! Und alles das Problem, weil der Molly nicht wirklich 100% sitzt. Müsste ein bisschen weiter sein. Dann kann Susan an dieser Position nicht bestehen. Guck mal, das Tempo, das Ultra-Tempo, aber Kito, der hat noch ein richtiges Tempo, der weiß auch noch, wo. Nee. Boah, schade. Und jetzt ist Dennis aber bereit. Ja. Bombe ist weg und Slacks fällt auch. Krass. Krass. Schöne, schöne Runde. Vor allen Dingen aber auch dieser Tempowechsel von Alternate. Ja, eigentlich geile Ansage von Alternate, jetzt mal zu sagen: Okay, Leute, wir machen Brechstange, einmal Gasmodus und einfach mal irgendwie Sprout überrennen. Aber. Und dann hast du wieder mal einen Kito, der einfach komplett eskaliert. Es ist mega, mega gut. Aber das ist auch der, genau der Faktor. Also egal wie gut deine Executes sind, egal wie gut dieser Tempowechsel funktioniert, man hat trotzdem mit individuellen Skill die Möglichkeit, diese Runden an sich zu reißen. Komplett. Und das hat man jetzt auch hier gerade wieder perfekt als Beispiel gesehen. Slacks, der gute Fritz. Der gute. Mit der AWP. Oh, das ist der Push, der könnte schmerzhaft werden. Also. Kito, jetzt hast du aber wirklich das Selbstbewusstsein gepachtet. Das war ein bisschen übermütig. Er hätte vielleicht Susan erst pieken lassen können. Gegen T-Schräge und dann. Sarsen. Sarsen Bash. Sarsen. Das ist auch geil ausgesprochen, oder? Sarsen. Nein, ich weiß nicht. Dude, 4 Frags bisher, 4-0-11 Stats nach 12 gespielten Runden. Könnte natürlich auch besser laufen, aber er hat natürlich auch immer wieder diesen Ansager-Bonus. Aber wir hatten schon Matches von Dude, wo er komplett insane gegangen ist. Ja, in dem Halbfinale eben. Ja. Also wirklich war er ja krass unterwegs. Muss aber auch sagen, dass Sprout Alternate wirklich wenig Raum gibt. Wobei, wenn ihre Feder sich so ein bisschen durch die Runde schnörkelt, so, dann ist es wirklich für Sprout auch eine Schwierigkeit, dagegen passend zu antworten. Und hier aber für die Executes eine Smoke, 2 Flashes, Holy Guacamole. Da kannst du einen kleinen Sandkasten absmoken und dann 2x für Teppichgang flashen, das war's. Dann hast du eine frische Wakedu und dann geht's nach vorne. Aber man hat hier wirklich gerade 3-1 All-In gespielt und Susan, das war's. Also zwei, wenn er 2 macht, ist schon richtig, richtig insane. Ja, es ist schon. Ja, kann er nichts machen. AWP, dann nochmal in die Hände von Alternate. Weiß ich nicht, ob ich eine Doppel-AWP unbedingt auf Inferno sehen möchte auf der Terror-Seite. Nein. Aber gucken wir mal, wie sie da arbeiten. Wird klar besser als ein SMG alle Male. Aber. Aber manchmal reicht es ja auch, die mitzunehmen und dann wegzuwerfen, um einfach dem Gegner ne, so ein bisschen zu suggerieren, ey, Achtung, die haben Doppel-AWP. Und dann so einen schnellen Explode zu machen beispielsweise. Guter Call. Richtiger Gönner bist du. Ja, besser als Gönner. 1-0 für dich. So, 3 Waffen bringt man mit in die nächste Runde. Wir gucken, Susan hat 3-2, kommt am Ende nur 4-6. Dennis könnte die AWP legen. Problem ist nur, wenn er die AWP legt, hat er gar keine Utility. Aber mal sehen, ja, er legt sie. Er legt sie, hat eine Flashbang, das war's aber auch. Das heißt, man muss ihn auf jeden Fall irgendwie verpulvern, man muss ihn gut einsetzen, dass er halt mit seinem Skill oder mit seinem Raw Aiming funktionieren kann. Und ich denke, genau daraufhin wird man jetzt auch aufbauen. Warte, denn so wie sein Spawn, Dennis, ja, steht jetzt nicht ideal. Er könnte falsche Mitte vielleicht reinpieken, aber das hat man jetzt auch noch häufig versucht in den letzten Runden. Dementsprechend einfach schauen, dass man ihn am Ende gut einsetzt, wenn er seinen Gürtel geleert hat. Ja, und wir können ja auch mal so ein bisschen auf das Match schielen aus der Saison. Da hat nämlich auch Sprout und Attex gegeneinander gespielt auf der Map Inferno. Und die ging mit einem 16-8 an das Team von Sprout. Holy, yeah. Also gewagt von Alternate, dass man hier nochmal Inferno pickt. Wird man sich höchstwahrscheinlich was bei gedacht haben? Wird man sich darauf eingestellt haben? Und Speedy, oi. Snakes auf 11 AP reduziert. Aber der Frag sitzt noch nicht. Und jetzt kommen aber die Flammen. Man brennt sie raus. Und oh, die Orca. Willkommen in CSGO.
Da war wieder irgendwo ein Kieselstein zwischen. Also, um das mal zu erklären, die Granaten werden sehr, sehr schnell mal, der Damage wird unglaublich reduziert, wenn da irgendwelche Gegenstände zwischen liegen. Und Slacks mit seinen 6 HP, wie lange überlebt der denn noch? Und vor allen Dingen die AWP, das ist völlig egal. Du kannst doch mit einem HP noch 5 Leute holen. Ist schon richtig, richtig üble Kiste. So, Mittelkontrolle, die Rippen sind für sie da. Und jetzt wird die Banane erstmal eingenommen. Damit kannst du natürlich die Spieler rüberschieben lassen. Problematik ist nur, man steht sehr weit offensiv. Und da hast du natürlich nicht unbedingt die schnellste Ansage. Und das war jetzt der große Vorteil. Jetzt geht's nochmal auf den Baseboard. Und wenn Dude jetzt einfach durchpusht, dann wird er da in Faven reinlaufen. Und so richtig die Richtungsangabe, die hat man noch nicht. So, Dude. Oh! Wichtig, Mann. Und da kannst du fast schon wieder safen gehen. 9-4. Also richtig üble Kiste. So. Gut. Gut. Übrigens, für den Sieger geht es hier um 12.000 Euro. Platz 2. Geht mit 6.000 nach Hause. Und wir haben ja vorhin auch unser schönes Segment gehabt. Da schwingt ja noch ein bisschen mehr mit. Der Sieger hier aus diesem Turnier ist automatisch qualifiziert und eingeladen für die DreamHack Leipzig, DreamHack Open Leipzig. Und von dort geht es ja dann eben auch weiter in die nächsten Turniere potenziell. Absolut. Punkte sammeln für die Masters, dann weiter Punkte sammeln für die ganz großen Turniere IOM Katowice und natürlich die ESL One Cologne. Wobei ESL One Cologne, das geht noch ins Aufgabengebiet der nächsten Saison. Erste Saison 2020. Wer da gewinnt, wer da das Finale gewinnt der ESL Meisterschaft, der hat automatisch einen Slot für die ESL One Cologne, den Closed Qualifier. Aber die Polen dürfen sich jetzt zum Beispiel schon freuen. Ne? Also die polnischen Wintermeister, die sind beispielsweise schon qualifiziert für Katowice. 100 Pro? Den LAN-Qualifier, ja. Nicht mir jetzt, okay. So wurde es mir gestern erzählt. Okay. Ich wusste nicht, ob das erst für 2020 steht oder ob das jetzt auch schon drin ist. Die Polen jetzt schon. Okay, geil. Dann congratulations schon mal. Wer möchte nicht auf den Masters spielen? Also congratulations, you have won an award. You are the winner. Yes. Vodafone presents the pre-match. Liebe. Super. Ja, schönste ever. So, in der letzten Runde nochmal ein kleines Timeoutchen gezogen gehabt. Aber es ist auch wichtig, dass man natürlich auch diese hier nochmal gut koordiniert, sich einen Plan vorbereitet. Dennis mit gar keiner Kohle. Ja, und ich sag mal so, ne, wenn Attex hier wirklich noch mit 6 Runden rauskommt, können sie mehr als zufrieden sein, nachdem es zwischenzeitlich 7-2 stand, beziehungsweise 6-1 sogar. 6-1. Und die Pissround, die ging an Sprout. Also von daher für Attex sehr gut. Und das merken auch die Fans, dass sie hier nochmal so ein bisschen den Antrieb brauchen. Die Community, die Fans, die sind das Benzin für den Motor von Alternate Attacks. Sehr schön gesagt. So, aber der Tank, der ist auf jeden Fall noch lange nicht alle. Da hat man auf jeden Fall gut vorbereitet schon. Aber auch in dieser Runde Double HE Setup Richtung Teppichgang. Und das hätte Stefan fast rausgenommen. Da war ein bisschen zu weit weg noch, hatte 14 AP am Ende übrig. Aber nichtsdestotrotz für CSGO-Verhältnisse unglaublich viel Schaden. Ist jetzt mit jeder Waffe in den Fuß, trotzdem sofort mit einem Schuss down. Und Dennis, der hält die Mitte. Ist natürlich eine unglaublich schwierige Position. So, und Kito unterstützt das Ganze. Teppichgang gerade offen. Und da könnte Stefan jetzt fungieren. Vor allen Dingen, er wird ja sowieso verpulvert mit seinen 14 HP. Das ist nur noch Informationssammlung. Statt du einen 100 HP-Spieler rausschickst ins Unbekannte, nimmst du natürlich lieber einen, der low ist. Und da gibt es wiederum auch wieder die umgekehrte Variante. 2-1 beispielsweise. Da schickst du immer... Nee. Nevermind. Ist genau das Gleiche. Ich erzähle vom Witz. Ja, kein Problem. Hauptsache was gesagt. Ja, Dennis raus. Oh, Sjursson. Kann auf jeden Fall wieder aufpassen. In der Mitte. Oh? In der Mitte. So, und Frechheit. Frechheit. An beiden Ecken, an beiden Seiten fallen die Fracks pro Sprout. Und deswegen jetzt wieder die Überzahlsituation für sie. Und Attack versucht jetzt zu explodieren Richtung B. Und da kommt der Execute. Bombe ist down. 7 Sekunden auf der Uhr. So, und jetzt muss man einfach nur die Zeit rausholen. Chrissy, der Plant wird nicht mehr durchgehen. Und zack, die letzte Runde entscheidet die Zeit. Ja, und wieder sind es die Double Digits. Sprout mit 10-5 am Start. Und mal sehen, in welche Richtung sich das jetzt hier entwickeln wird. Die große Frage ist, wer holt die Pistolknochen? Du bist doch hier, Uri Geller. Alternate Attacks. Okay.
Alternate Attacks holt jetzt diese Pistol, achtet also drauf, wie sie es machen. Ich sag's, dass das hier das Team von Sprout holt. Speedy ich macht zwei Frags. Alles. Achso, hast du das Skript gelesen? Geschrieben. Ah, okay, das macht Sinn. Deswegen hat der Observer das eben auch so gut gemacht, als sie sich um den Spot umlaufen. Ah, okay, das macht Sinn. Okay, alles klar. War das nicht eure Runde? So, Cressy hört die Steps. Faven, ersten Frag gegen Stefan. Und Cressy, der möchte natürlich gerne jetzt gerade Anteile daran haben, aber da wird er wahrscheinlich lange warten müssen. Und ein bisschen zu passiv gedeckt. Wenn man schon so viel hört, jetzt hat man noch jemanden dazugenommen, dann passt es. Und Slacks wichtig. Wie lange Dennis da gebraucht hat, ja, aber am Ende wichtig. Wichtiger Frag. Slacks kommt. Schade. Wäre ein guter Move gewesen, da auch nochmal von hinten. So, hat man Diffuse-Kit? Das ist die große Frage. Nein, bisher sehe ich keins. Schade, dass es immer noch nicht irgendwie implementiert worden ist, dass man auf dem Radar als Spectator das sieht. So, eins liegt. Boi! Jawohl, jawohl! Elfte Runde Sprouts. Und da sind natürlich auch die Damen und Herren aus dem Flugelclub wieder wach. Wunderprächtig. Was denn? Alles gut. Der Call ging leider nicht auf. Attex hat es nicht gemacht. Und jetzt die große Möglichkeit. Für Sprouts, das hier wirklich auch mit einer schnellen zweiten Halbzeit zu erledigen. Und ich denke mal, das wird ein Dämpfer für Alternate werden. Wie gesagt, das ist der Pick von Alternate Attacks. Venom. Ja, absolut richtig, da hast du recht. Und man hat jetzt hier auch in dieser Runde bei den CTs viermal Smoke geholt, um natürlich das Ganze hier ein bisschen zu verzögern. Aber wenn du dann natürlich nicht... Erzähl. Nee, ich bin raus. Mann, ey. Faden verloren, macht ja nichts, passiert, kommt vor. Ja, komm. Oh, du bist alleine gegen zu kämpfen habe, ehrlich, ey. Ich meinst du? Ja, ja. So, zwölfte Runde. So, und wo sind die Fans von Alternate? Die Alternate-Fans, sie brauchen die Unterstützung. Okay, die sind, glaube ich, nach Hause gegangen, so wie es anhört. Auf geht's nochmal. Liebe Alternate-Attack-Fans, heizt nochmal euer Team an. Magdeburg! Okay, ich glaube, das waren die Sprout-Fans, die sich jetzt gerade so erbarmt haben. Doch nochmal was hier nein, in die Nein, Position. Nein, da sind noch ein paar. Wo ist denn Skars? Hat er schon geschrien? Ne, traut sich nicht. Skars verteilt gerade noch ein paar Shirts und Pullover. Ist als Kind in den Glühwein gefallen. Ah ja. Und jetzt in der Mitte. Schönes Setup. Eine Flashbang, die wird natürlich initiieren. Aber das Problem ist, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Denn Sarsen hat auch die Mitte schon mal dicht. Oh, guck mal, wie weit Skito schon ist. Ey. Der ist über B gekommen. Ein absoluter Fuchs. Ja, komplett. Die sind ja hier richtig mit Schaum vom Mund durch. Boah. Aus dem Arm, der hat ja richtig toll gut. Hallo! Kito. Okay. Oh, Bernhard. Ja. Überlebt da gerade noch mit 13 AP. 5 Schuss noch drin in der Pistol. Aber da geht nichts mehr. Flasche leer. Flasche leer. Und das ist der eigene Map-Pick. Das ist wirklich bitter, bitter, bitter böse. Muss man ganz klar sagen. Und Timeout bei Sprout. Ja. Jetzt spielt man mit den Nerven des Gegners. Oh. Das ist einmal. Einmal. Nein, geht nicht. Ohne Ratsche geht das auch nicht. Muss man ganz klar sagen. Also das ist hier sehen wir nochmal die schönen Frags von Kito. Der erste Shot auch sofort connected. Ne? Also direkt im Köpfchen drin. Batz, wie man so schön sagt. Ja, wer sticht denn hier auch ein bisschen heraus? Man muss ganz klar sagen, auf Sprout-Seite ist es wieder ein absolutes Team-Game. Krass, ne? Speedy noch nicht mit Double Digits, ist aber auch nicht weiter tragisch. Hat auch viele Situationen, man sieht es ja, fünfmal erst ausgeschaltet worden. Das heißt, er hat auch wenig Aktionsraum gehabt, wo er wirklich mit drin ist. Muss man auch immer wieder beachten. Und auf der anderen Seite aber... So oft gestorben, wie Alternate Attacks auch unten geholt hat. Stimmt, ja. Siehst du mal. Aber er hat, glaube ich, auch die eine oder andere Waffe durchgebracht. Nichtsdestotrotz ist es immer noch eine sehr gute Statistik von der KD. Auch besser als teilweise die Teammates mit viel, viel mehr Frags. Prüfe ich. Muss das jetzt sein, Mann? Und? Habe ich recht gehabt? Leider nein, leider gar nicht. Na ja, komm. Doch, genauso viel wie Kito. Das tut dir richtig gut, mich jetzt ein bisschen, stellen, bisschen ne? weniger als Kito. Aber macht ja nichts. Ja, passt. Ist nah dran. Passt. Ich wollte ja nur erklären, dass das möglich ist. Hat auf jeden Fall mehr... Naja, egal. Ja. So,
Unterstützung aus dem Publikum. Wieder hier ordentlich Brandgranaten im in der Wand. Boah, Alter. Die HE hat aber jetzt mal richtig rausgenommen. 24 HP, 21 HP. Da wurde erstmal ins Körbchen geschickt. Oh, den hat er gesehen. Jetzt eigentlich eine Flashbang, aber er war. Oh, Junge! Kito. Das war sweet. Ja, und wie gut er es jetzt macht. Lang abmollen, ein bisschen Druck aufbauen auf kurz und dann entscheidet man sich trotzdem für den B-Spot. Ein bisschen dann zu früh für mich. Und Tut wird auch abgeholt und jetzt ist der B offen. Ja, aber weil es aber so gut gespielt war. Ich wollte gerade schon sagen, wie dämlich ist das, dass die Einzelnen spielen. Aber sie haben es so verkauft, dass das der einzelne Backstabber war in der Banane. Und dann ist er offensiv gepusht, weil er damit gerechnet hat, warum sollte er einzeln rumziehen ohne Granate. Und nein, tada, stehen zwei weitere vor ihm. Weltklasse gespielt, muss ich jetzt einfach mal sagen. Geil. Und perfekt auch von dir nochmal analysiert und zusammengefasst. Herzlichen Dank. Dafür mag ich es, mit dir zu kommentieren. Super. Das freut mich, dass du das magst. Natürlich, nein. Für alle, die es vielleicht manchmal falsch interpretieren, Knochen und ich, was? Best Friends ever, BFF, nein. Aber wir können uns ganz, ganz gut ertragen. Jetzt redest du mich wieder um Kopf und Kragen. Ja. So, das ist die vierte Runde in Folge für das Team von Sprout. Und wir sehen es am Geld, Alternate Attacks. Eigentlich schwierig. Aber man kann sich hier eigentlich nichts leisten. Muss sich aber was leisten. Ansonsten ist das Spiel aus der Hand. Boah. Ja, also hätte ich nicht mit gerechnet. Ganz im Ernst. Aber vorher habe ich es ja schon angesprochen. Es ist jedes Mal möglich in Counter-Strike, dass es in alle Richtungen ausschlägt, dass es in alle Richtungen geht. Und das Spiel ist auch noch nicht vorbei. Genau, und das ist auch noch nicht vorbei. Also auch sowas wurde schon noch rumgedreht. Dennis aber jetzt gerade, der hat auf jeden Fall den Bizeps angespannt, der will unbedingt arbeiten. Und auch diese Runde sieht natürlich nicht gut aus. Man hat wenig Equipment. Und Stefan in der falschen Mitte. Jawohl! Also. So, schöne Smoke-Arbeit. Das war aber auch die. Nee, es war die vorletzte. Cressy hat noch eine. Der ist aber. Der hat sie gerade wieder aufgepickt. Ah, ja. Deswegen hat er seine rausgeworfen, weil er wusste, da liegt noch eine. Super stark, super stark, super stark. Cressy, super stark. Cressy, super stark. Cressy, super stark. Ah, und dann Susan, hold mal Bier. Mach ich mal eben das Hüftchen zu Hüft. Krank. Einfach nur krank. Ich glaube, die Crowd ist ein wenig in favor für Sprout. Kann das sein? Ja. Danke. So. Und dann wollen wir natürlich auch nochmal den Twitch-Chat grüßen. No Name Adresh. Sehr schön. Knochen und Venom gleich Premium-Cast. Das ist schön, oder? Gönner-Cast. Gönner-Cast, richtig. So, 15 zu 5. Man hat ganze 10 Map-Punkte. Das ist, ja, das sieht gar nicht gut aus. In anderen Worten, Alternate Rex hat noch keine einzige Runde auf der Titelseite geholt. Unglaublich. Also Slex und Syrson, es ist aber auch wirklich behext gerade, man muss es ganz klar sagen. Wieder einmal Syrson, die AWP, diese große Stärke und Stefan auch zurückgedrängt. Also es ist hier für Alternate ganz, ganz, ganz bittere Pille, die man zu schlucken hat. Cressy jetzt vielleicht mit der Möglichkeit, Dennis. Ah. Dennis sieht ihn, Dennis macht ihn. Und jetzt die 5 gegen 3 Überzahlsituation. Nur noch Stefan am A-Spot und der muss irgendwie schauen, dass er da erstmal wegbleibt und auf seine Mates wartet. Ja, und wo man sich sicher sein kann, ist, dass Alternate das Ganze auf jeden Fall retaken wird. Wir gucken auf ihre Granaten. Sie haben 2 Smokes, sie können also die Sandkästen separieren, aber Syrson, wichtig. Findet wieder direkt den richtigen Anschluss. Tut down, jetzt ist es nur noch Burner. Und er hat hier bisher nicht so gut performt in diesem Finale. Also, Map Nummer 1 geht ans Bauch und das mit dem Map-Pick von Alternate Attacks. Unglaublich, unglaublich, unglaublich gute Leistung. Schön mit anzusehen. Ja, und dass es in diese Richtung ausschlägt, hätte man nicht gedacht. Das liegt aber auch nicht daran, dass Mantu jetzt fehlt, sondern da war Sprout einfach unglaublich stark. Und ja, wir werden hier einen kurzen Break machen und sehen uns gleich wieder mit der zweiten Map. Und dem Vodafone View. Chasing the night.
start your esports career now at play.eslgaming.com. At the highest level of play, there can be no compromises. Gamers demand the highest clock speeds to give them the FPS they need to perform. Rise to the moment. Intel Core i7, the official CPU of the ESL National Championships. Game, record, stream, without compromise. I'm Pringles. And I'm Chips. Wanna play? Wanna lose? Controllers. That round goes to me, I guess. Yeah, okay, mister, I'm so funny today, but I've got this greasiness, you know? No, I don't know. Pringles doesn't give you greasy hands. Ready now? Yeah. Well? I can't. That's 2-0 for me, I guess. Mit dem Tablet haben Sie jetzt das ganze Haus im Blick. Das Wohnzimmer, die Küche und sogar den Garten. Ach ja, den Rasensprenger können Sie damit auch einschalten. 50 Jahre für dein bestes Zuhause der Welt. Wir feiern mit besten Angeboten und besten Services. Euronics, best of electronics. Deute, 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 deute. Passports, baby, leave the rest in our troubled minds. Let us go down in laughter, baby.
Deswegen gebe ich ab an den guten Frodo. Vielen Dank, Angelo. Und ich habe natürlich wieder Gott bei mir. Du hast es vorhin schon gesagt, wer die erste Map holt, holt am Ende den Pokal. Und jetzt ist es auch noch so, dass nicht Alternate ihren Map-Pick gekriegt haben, sondern Sprout entgegen den Erwartungen, wie man hätte sagen können, den Map-Pick quasi gestohlen haben. Ist es das jetzt schon gewesen? Nee, noch ist nicht alles entschieden natürlich, aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, auch in dem Style, wie Sprout aufgetreten ist. Das war ein Statement, es scheint so, als ob der sogenannte Druck, wovon wir vorher geredet hatten, dieses Pressure, sie gar nicht interessiert. Sie spielen ihren Stiefel runter. Syerson hatte ein paar Schüsse, die er verschossen hat, hat trotzdem die Confidence eines Elefanten. Einfach, ja. Ja, also unfassbar krass, der Typ, dass er einfach, obwohl er ein paar Schüsse verschossen hat, immer noch sehr aggressiv gespielt hat, sehr viel Impact hatte. Und auch Dennis zum Beispiel oder Kito mit vielen Impact-Szenen, auch Speedy zum Beispiel. Also alle von denen funktionieren gerade, ihre Kommunikation scheint sehr gut zu sein. Und sie setzen den Gegner ein bisschen unter Druck, die dann vielleicht ein bisschen zu spät auf der Zeit in Execute gespielt haben, wo sie dann ein bisschen unkoordiniert ausgesehen haben. Also ich denke, dass Sprout auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ist und sehr, sehr viel richtig gemacht hat jetzt. Wenn sie es jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen und mit der gleichen Konzentration weitermachen, sehe ich keine Chancen für Alternate. Du sagst es gerade bei Syerson finde ich es umso beeindruckender, also gerade beim AWP-Spieler, weil die Schüsse sind natürlich die mit Impact. So, die sitzen, ist vorbei oder sie sitzen nicht und dann ist eigentlich für dich vorbei, weil du nicht mehr rauskommst aus der Nummer, sei denn du bist halt irgendwie Syerson und glitscht dann eine Leiter hoch. Ja, genau. Ist ja der glitschige Aal. Aber da sehen wir einen, der war wunderschön. Hast du die Bewegung gar nicht gesehen, der hat trotzdem gesessen. Aber da ist es halt umso wichtiger, gerade in der Position des AWP-Spielers, einfach nochmal durchzuatmen und nochmal zu resetten und danach einfach in der nächsten Runde. Da hat man jetzt auch gerade nochmal gesehen, bei 22 Sekunden mussten sie ein A-Execute spielen, zwar nur gegen zwei Leute, aber dennoch, also ja, hier auch sehr viele schöne Schüsse von Syerson, eine schöne Runde von Dude hier, die wichtig war. Aber hier und da natürlich... Durch den Smoke. Nee, der hat den gesehen. Der konnte den sehen, aber im Endeffekt hat Sprout insgesamt als Team einfach besser funktioniert. Und ja, wie gesagt, Syerson hat auf jeden Fall so viel entschieden, weil der hat viel Druck, dem Gegner auch psychologischen Druck gemacht. Der war mal Apps offensiv, der hat Mitte runtergepiekt. Und selbst wenn er mal gestorben ist, hat er nie seine Courage verloren, nie seinen Mut verloren. Und ich denke, das war auf der Map sehr wichtig. Und wenn er das gleich auf Mirage machen kann, wird das sehr, sehr, sehr schwer für Alternate. Das ist halt so ein Ding, ne? Du musst halt einfach wissen, was dein Gegner kann. So, bei Syerson weißt du eben, der ist eine insane gute AWP. Also musst du dem halt den Respekt geben. Du musst dem irgendwie, eigentlich darfst du es nicht, aber du musst dem den Raum geben, weil wenn du ihm in seine Räume reinläufst, macht er dich halt weg. So, wenn er nicht gerade zweimal hintereinander verschießt, aber das passiert halt auch eher selten. Ja, genau. Und obwohl er verschossen hat, hat er halt immer noch die Option wegzugehen. Er ist halt ein cleverer Spieler auch, obwohl er auch sehr aggressiv ist gleichzeitig. Und das hat man da gesehen, dass er immer versucht hat, die Aggression auszunutzen. Und es hat sich auch auf die späteren Runden übertragen, wie zum Beispiel die Runde, wo man bei 20 Sekunden in A angreifen musste. Das war unter anderem auch, weil Syerson sehr viel Druck auf der Map gemacht hat, dass man jeden Engel nochmal lieber langsam checken will und mir nichts, dir nichts, einfach vorlaufen möchte und dem AWP-Spieler natürlich einen leichten Track geben möchte. Und das resultiert dann in so späten Executes bei 22 Sekunden, die dann unkoordiniert wirken. Die wirken unkoordiniert. Sind sie aber auch gewesen. Ja, aber das ist halt, was willst du machen? Wenn du nur noch so wenig Zeit hast, irgendwann musst du einfach reingehen und dann hast du nicht mehr die Zeit, alles zu checken. Dann musst du halt einfach hoffen, dass die Entscheidung, die du triffst, die richtige ist. Und wenn es nicht ist, musst du gucken, dass du rechtzeitig reagieren kannst, was aber eigentlich fast unmöglich ist, weil der Gegner dich in dem Moment schon abaimt. Ja, wir haben es gerade eben schon gesagt, Sprout, wie gesagt, den Map-Pick von Alternate gestohlen und jetzt mit Mirage, mit ihrem eigenen Map-Pick am Start. Meinst du, das wird schon das 2-0 oder könnten Alternate, die ja wirklich, haben wir oft gehört, sehr abgebrüht sind, wieder zurückkommen? Sie können zurückkommen, aber ich denke, es wird das 2-0, ganz klar. Das ist jetzt hier schon vorbei. Also wir sehen keinen Overpass mehr? Ich denke, wir sehen keinen Overpass mehr. Und selbst wenn wir Overpass sehen würden, auch da die Chance. Also selbst wenn Alternate sich jetzt irgendwie zusammenreißen, zurückkommen, Overpass, hast du vorhin schon gesagt, ist eigentlich eine Sprout-Map? Ich denke eher, dass es eine Alternate-Map ist, aber ich denke einfach, die Map ist jetzt völlig uninteressant. Es scheint einfach zu sein, dass Sprout verstanden hat, wie sie spielen müssen. Mit viel Kohornis sozusagen. Ich wollte gerade fragen, wie müssen sie denn spielen? Genau, also sehr mutig, sehr dominant, viel dem Druck dem Gegner aufzwingen
und einfach versuchen, die Klatschrunden nicht abzugeben, weil auch in den letzten Finalspielen war zum Beispiel Cressy derjenige, der viele Klatschrounds geholt hat. Wenn das nicht passiert, dann hat Alternate im Moment keinen Plan B, keinen Mantu vielleicht auch, der sie zurückbringen kann. Okay, was wären jetzt also, die Standardfrage, die Win-Conditions für Sprout wären weitermachen? Einfach wie gehabt, nicht beirren lassen, quasi genau den Stil fahren, den sie gerade eben schon gefahren sind? Ja, genau. Was müssen Alternate machen? Wie kommen die jetzt aus der Nummer irgendwie noch leben? Genau, Alternate muss genau versuchen, diesen Druck umzukehren, dass sie mit breiter Brust spielen und sagen, wir drängen unser Spiel euch auf und lassen sich quasi nicht so herumschubsen, trauen sich was, aber gleichzeitig spielen sie sehr, sehr safe und konstant. Das alles muss stimmen, damit Alternate hier jetzt auf Mirage gewinnen kann. Es ist schwer, aber dennoch möglich, denke ich. Das ist jetzt die Frage, wie spielt man denn bitte aggressiv, aber gleichzeitig auch safe? Das sind ja eigentlich genau Gegensätze. Es ist ein schmaler Grat. Manchmal wirkt man dann wie ein Idiot, manchmal wirkt man wie ein Genie. Ich denke, was sie machen sollten, ist, nicht versuchen, late zu executen. Nicht einfach drauf loslaufen. Es muss ein koordinierter Execute sein. Auch wenn es bei 22 Sekunden ist, muss dann jeder Laufweg, jede Flash und so weiter stimmen. Und dann haben sie eine Chance. Also dieses Coolbleiben hatten sie einigermaßen noch drauf. Deswegen haben die auch ein paar T-Runden geholt. Wenn sie das jetzt umwandeln in auch ihr CT-Spiel und ihr T-Spiel, was ein bisschen etwas schneller sein muss, aber koordinierter und ein bisschen mehr Antworten auf das Counterplay von Sprout hat, wie zum Beispiel die große Sandkasten-Smoke. Darauf hatten sie keine Antwort. Und das müssen sie jetzt auf Mirage übertragen, wo sie dann die Antworten haben. Sie wissen ungefähr, wie Sprout spielt. Vielleicht können sie den A ein bisschen ausnutzen, weil Kito dort oft alleine ist. Vielleicht die Aggressivität von Dennis ausnutzen, der im Connector spielt. Also solche Sachen mit so kleinen Tricks können die auf jeden Fall arbeiten. Aber sie sollten nicht zu late den Bombspot angreifen auf jeden Fall. Das wäre jetzt gerade die nächste Frage gewesen. Also die Idee ist wirklich hier schon früh Druck gegen Sprout aufzubauen. Wir haben das vorhin schon gesagt, bei Sprout, den musst du eigentlich von Anfang an irgendwie ein, also wenn Best-Case-Szenario wäre, einen wegfraggen, irgendwie einfach einen rausnehmen, dass die komplett umstellen müssen, aber wenn nicht, dann einfach den Space denyen. Also einfach wirklich wegnehmen. Genau, versuchen Sjöson zu stoppen, dass er auf einer Pose bleiben muss und dann ordentlich angreifen. Weil die Angriffe waren leider teilweise nicht so ordentlich, weil es halt auch spät auf der Zeit war. Es war vielleicht dann, hey, ich mach dann Spaß. Die Koordination war nicht so gut, die Kommunikation war nicht so gut. Und das müssen sie auf jeden Fall verbessern, sonst haben sie keine Chance. Meinst du, das liegt so ein bisschen an dem Mix aus erfahrenen und unerfahrenen Spielern, dass die Kommunikation nicht so gut ist? Nee, es kann manchmal sein, dass es einfach so ist, weil auf den anderen Finals hatten sie es ja anscheinend. Aber es kann auch daran liegen, dass einfach Sprout jetzt besser spielt als in den anderen Finals, weil sie wirken überhaupt nicht shaky, sie wirken überhaupt nicht unsicher. Sie wirken ganz im Gegenteil dominant und auch smart in der Hinsicht, die Aggressionen perfekt einzusetzen. Und das macht es auch Alternate so schwer, so zu spielen, wie sie es vielleicht vorher gemacht haben. Also das Problem ist, wenn dann eher, dass sie quasi die letzten beiden Finalspiele ja auch gegen Sprout gespielt haben, sich jetzt nicht unbedingt darauf ausruhen, aber sich vielleicht ein bisschen daran erinnern, okay, wie waren denn Sprout damals drauf? Damals haben sie so und so und so weggemacht. Und eben Sprout jetzt nicht den Respekt geben, den sie ihnen geben müssen, sondern sich nur an die Sprout erinnern, die sie das letzte Mal weggemacht haben. Schwer zu sagen. Ich kann nicht jetzt nicht beantworten. Ich denke, ein Mix vielleicht aus mehreren Sachen, die so ähnlich sind, dass man sich daran erinnert, was damals war und dass man jetzt adaptet. Sie machen das anders oder sie machen das jetzt gut. Lass uns darauf konzentrieren. Oder wenn man merkt, dass man bei 22 Sekunden nicht mehr so einen koordinierten Go hat, weil vielleicht heute einfach mal ein schlechter Tag ist, wo die Kommunikation nicht so ein Punkt ist, dann sollten sie versuchen, okay, dann lass ein bisschen schneller spielen, ein bisschen straighter spielen, ein bisschen mehr riskieren, aber gemeinsam so. Und ich denke, so ein Mix daraus, aus diesem Adepten und dieses Erinnern, wie sie damals gespielt haben, könnte ihn auf jeden Fall in den richtigen Weg bringen. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob Attacks genau das durchziehen können, sich einfach nochmal daran erinnern, wie sie es die letzten beiden Male gemacht haben, um Sprout jetzt hier vielleicht doch noch in ihrem Run zu stoppen. Wir sehen, wie es aussieht und gehen in Runde 2 von Sprout gegen Alternate Attacks. So, meine Damen und Herren, und damit gehen wir hier auf DE Mirage, die zweite Map des Grand Finals, Alternate Attacks gegen Sprout. Und ist das Publikum noch da? Jawohl, jawohl! Oh, jawohl! Vielen Dank auch an Frodo! Und jetzt heißt es, alle
alles oder nichts für die Jungs von Attax. Ja, und Asmo dürfen wir nicht vergessen und Gorbelante dürfen wir nicht vergessen. Natürlich auch alle. Und natürlich auch alle, die hier Backstage unterwegs sind und arbeiten. Die Dani zum Beispiel. Um diese Produktion hier für die komplette deutsche Community aufzustellen. Marius, Mappe 3. Die Regie hat gelacht, sie wissen auch, worum es geht. So, Alternate Attacks gegen Sprout. Man startet hier auf der City-Seite für Alternate. Es war gerade wirklich eine heftige Überfahrt. Und mal sehen, wie man es auf dem eigenen Mapping schafft. Und bisher also, beide Pistols an das Team von Sprout gegangen. Und hört ihr mal die Kulisse an. Richtig, richtig schön. Magdeburg kesselt jetzt hier. Aber richtig, da Jens auch. Ein Kessel haben sie auch schon leer. Denn den Jens und vor allen Dingen auch den Glühwein. Glühweinkessel. Das ist die erste Break. Und das war die Bombe. Stefan mit dem Doppelklick. Doppelgesicht an zwei Pups. Und da kommt der Dritte drauf und tut ebenfalls. Also, Attack Chance, auf geht's. Da kann man doch mal jubeln für so eine schöne Pistol Round. Absolut, absolut. Und jetzt haben wir auch die Problematik wieder auf der Seite von Sprout. Sie haben keine Bombe gelegt. Sie wollen natürlich nächste Runde vernünftig kaufen. Und ein interessanter Buy von Alternate, die haben sich nämlich auf nur eine SMG geeinigt. Und das finde ich richtig gut. Nämlich mit dem Hintergrund, dass man nicht die Bombe gelegt hat bei den Terrors, ist das absolut richtig. So, und damit die erste Pistol für Alternate Attacks in diesem Finale hier. Rührig. So, Dude. Das schöne HE. Macht auf jeden Fall einiges an Damage gegen Faven und Kito. Das Timing war sehr ideal. Man weiß, es sind nur 5 Glocks oder gut, wir haben sogar eine Diege dazwischen. Da bist du auch als Gegner drauf eingestellt. Mehr als ein Flash-Execute werden sie nicht spielen, entweder über Palace oder halt über B-House. Deswegen die HE vom Timing war auch kein Zufall. Slex hat auch schon ausgeschlossen. Das heißt, es ist eigentlich klar, wo es hingeht und zwar auf dem B-Spot. Und wieder steht man hier schön im Doppel, Dude und Bernhard im Zusammenspiel und das klappt. Jetzt Dude wieder. Nein, Cressy kommt auch dazu, zu dieser Party. Und von hinten kommt Slex auch noch mit dem Lasso. Ja, hol das Lasso raus, ne? So, und jetzt auf der anderen Seite ein Frag bei Syrson bisher, sonst noch niemand gepunktet. Und jetzt geht's mit den AKs und einer AWP auf die nächste Runde und vielleicht die erste hier auf der Mirage auf der Terrorseite. Hast du vielleicht eine Statistik? Ja, oh, sehr schön. Ich wollte nur sagen, ich habe ein bisschen den Unterarm von Slex jetzt angefasst. Hart, sein, ne? Nee, den Handschuh da. Ja. An der Unterseite ist der ein bisschen rau geriffelt, oben drüber ist er glatt. Oh, okay. Das heißt, man hat mehr Grip. Mehr Grip, ja, genau. Interessant. Ja, aber so ist es auch sehr konstant, einfach der Faktor. Du hast einfach nicht diese Transpiranz deiner Haut, sondern es ist immer gleich. Und das ist wahrscheinlich auch der entscheidende Unterschied. So, Cressy, erstmal offensiv ein bisschen gepiekt, keine Beine gesehen, keine Reaktion wahrgenommen von den Terrors. Und Dennis, die Molotov, die grenzt ihn natürlich ein, aber jetzt, boah, was für ein Teil, er weiß genau, wann gehüpft wird. Und jetzt hat er einen Hit gehört, aber wie bitterböse. Okay, da hat er geschossen für die nächste Runde. So, und jetzt rotiert man Richtung Mitte. Die AWP wird natürlich unterstützt. Und wie reagiert man da? Syrson, der Versuch, das Window erstmal zu erschließen und zu erschießen. Ja, und während die Runde hier so runterläuft, Waffen gegen Waffen, vielleicht auch nochmal die kleine Information. Nach diesem Finale gibt es auch nochmal eine Signing-Session da in der Entertainment-Area mit allen Talents. Ne? Gob, Venom, Frodo, Knochen, Asmuggel und ich bin auch dabei. Und wer die Pons wollen wir auch noch. Mal gucken, wie das heute funktioniert. Aber ich bin auf jeden Fall Unikate. Sonst baue ich dir einen Knochenstempel. Nein. Dann kannst du immer... Uiuiui. Also auf den Spot kommt man gut und vor allen Dingen jetzt den Raum erschlossen. Man hat gar keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Stefan und Dude sind relativ spät. Und granatentechnisch aber auf beiden Seiten sehr wenig, aber eine Flash und die ist rausgenommen und Stefan 1 gegen 3 ohne irgendeine Möglichkeit, den Spieler rauszuholen. Ganz schwierig. Sprout positioniert sich da sehr, sehr gut. Ja, und auch in dem Teamkreis von Sprout, hier gerade in der Taktikbesprechung vor dieser zweiten Map, habe ich mich einfach mal dazugestellt. Ist auch nicht aufgefallen. Und habe ein bisschen zugehört, aber ich darf jetzt noch nichts verraten. Ja, das wäre auch gemein. Aber... Gut, hat er gut gemacht, der Enkel. Echt, können die spielen? Und die Ahnung? So, Skito nimmt sogar noch Stefan mit, der hat die AWP gepickt und vielleicht kommt er noch dran, aber man hat bereits eine. Nein. Doppel-Aber auf der Terrorseite willst du nicht.
Und hätte er geschafft. Aber ich, doch, wirklich. Da können wir 100 Euro drum wetten. Nein, doch. Hätte doch nicht gewählt. Ja, gut, stimmt, ist für dich nichts wert. So, damit Sprout hier in der dritten Runde sofort wieder am Start. Also das ist wirklich, man muss ganz klar sagen, sie sind heute nicht einmal irgendwie, dass sie mal in diesem Hinterherlaufen-Modus sind, sondern sie sind immer präsent, immer da, weil man sie braucht, immer da, immer nah. Oh, ist das kollidierend mit irgendeinem Partner hier? Nein, ne? Ist egal. Dennis. Ah, Stefan, starker Shot. Und dann Slacks, auch mit der Diegel unterwegs. Eieiei, das ist schmerzhaft. Und meines Erachtens gibt es da keine andere Möglichkeit, sich bündeln, einen Spot anspielen, hoffen, dass die Reflex funktionieren, aber gerade definitiv die Runde in Favor für Alternate. Einfach die Mannstärke. Und ich glaube, Faven hat ihn sogar wahrgenommen, geht jetzt hier auf den Ersten, weiß genau, dass da noch einer wartet. Okay, nee, doch nicht. Hat er falsch interpretiert. Oh, da hat er aber die Waffe gesehen. Oh, wichtig von Cressy. Und der wollte erstmal auf Frack gehen, bevor er die Waffe holt. Aber man rotiert Richtung B. Und da ist Lex offensiv gewesen. Und man hat wieder keine Granaten, keine Smoke, um sich einzusmoken, um die Bombe zu planten. Slacks, oh, sehr laut gesteppt, den muss man doch gehört haben, hoffentlich. Ja, man weiß auf jeden Fall Bescheid. Oh, Speedy macht ihn stark. Junge, die Fracks gerade in dieser Runde sind so wichtig. Und Syrson hält den Winkel zum Spot. Und Speedy muss die Winkel abseits des Spots halten. Und sie gehen natürlich auf Runde. Sie müssen auf Runde gehen, Alternate einfach zu viel hier in diesem Schlagabtausch durchgesetzt. Aber kein Dev-Kit. Also wenn es jetzt zu lange dauert, können sie auch wieder den Rückwärtsgang einlegen. Aber nein, da kann er jetzt die Waffe safen, Cressy. So, hat er oben auf dem Schirm, Cressy wartet. Er macht's richtig, er wird nur noch warten. Er wird entweder warten und hat Glück, weil ein Fehler entsteht, oder er geht halt wie jetzt defensiv. Was anderes ist da auch nicht mehr. 19 AP. Ja, und sowas kann man sich übrigens auch mal einfach hinter die Ohren schreiben, dass man auch selber im Matchmaking, dass man realistisch einschätzt und so weiter. Und hier... Könnte noch was passieren? Ah, stark. Also wirklich, dieser Observer... Der braucht heute ein extra Menü. Ja. Also, ne, er hat uns extra nochmal die Stats aufmachen wollen, damit wir gucken können. Hat aber gesehen, da könnte noch, ne, so wie wir es ja auch schon gesehen haben, deswegen habe ich kurz den Atem angehalten und perfekt, ne, wieder ausgeblendet, da muss damit wir den Track sehen können. Da muss ich jetzt mal fragen, macht das der Observer oder ist das die Regie? Weil ich glaube, ja, auch der Observer. Auch der Observer. Wow. Das ich habe alles mit ihm besprochen vor, auch. Hast du gerade geredet? Ja, natürlich. Mann, ich will ihn auch mal. Ich muss ihm Danke sagen. Zeig mir den bitte gleich mal, wo der sitzt. Sehr gerne. Zweiter Platz, wenn du reinkommst. Links. Ich zeig ihn dir. Ja, dann. Kannst du mal die Hand schütteln. Mach ich auch. Sehr gerne. Ich habe sogar die Schultern geknetet. Bernard sieht die Waffe in Spitze. Er hat sich da so ein bisschen verraten, aber Syrson, der bleibt eiskalt. Er sagt, solange er mich nicht holen kann, ist mir alles egal. Ja, er hat die Informationen auch nicht. Oh, wie wichtig. Tito. Und dann aber Slacks da. Gut aufgepasst. Keine Sekunde später. Ich habe es eben schon im Vodafone View gesagt. Für mich hier, es muss viel, viel spannender werden. Es muss viel packender werden. Denn eindeutiger als Inferno kann es eigentlich auch gar nicht laufen. Und Bernhard, der stirbt jetzt. Der stirbt eiskalt. Da ist er verbrannt. Und damit... sehr erfolgreiche Aktion von Dennis. Untermauert und unterstreicht das Ganze mit dem One-Click. Wunderprächtig. So, Dude. Fiese Position, aber 1 gegen 4 sollte er nicht mehr als 2 machen dürfen. Ja, das. Keinen einzigen. Hochgegriffen. So, und jetzt Stefan. Kannst du eigentlich wieder selben geben. Macht er auch. Versucht da wegzukommen. Gelingt ihm. Syrson mit der AWP zwar in die Richtung geschaut, konnte aber auch nicht den Hit setzen. So, lohnt es sich, das hunten zu gehen? Lohnt. Ja. Ich da. So, warum jetzt die AWP vorgeht, das ist nochmal die zweite Frage. Aber er hält einfach nur den hinteren Winkel, also da werde ich auch ein bisschen rumgeflamed und er geht sogar aggressiv. Also man ist jetzt gerade so confident, dass man selbst mit der AWP gegen sowas rumzieht. Aber ich denke, Dennis wird vorgeschickt und Stefan, das kann er beides machen. Schönes Timing. Ja, erst nimmt er mit und jetzt die AWP, die Frage, ja, Syrson, das nimmt er natürlich. Und somit hat man Alternate komplett resettet. Wenig Geld, dritte Runde für Sprout. Und auch vor allen Dingen dritte Runde in Folge. Und Echo. Echo Alternate. Echo. Mr. Echo. Ja, und so schnell holst du dir auf einmal einen Rückstand zurück. Von einem 2-0 zu einem 2-3 aus Sicht von Attex. Oder andersrum ausgedrückt, von Sprout ein 0-2 zu einem 3-2 gewandelt. Aber siehst du mal, wie wichtig es war? Einfach nur eine gute Molotow. Das ist sehr selten, dass du von einem Molotow 100 HP abgezogen bekommst. Oh, schöner Push. Aber Speedy hat das zusammen mit Faven im Griff.
Ja, und dann Dennis natürlich durch diesen One-Click nochmal im Window einfach alles geöffnet, was nötig war. Die Mitte komplett kontrolliert und das hat einfach die Runde entschieden. Dementsprechend auch da wieder Individualskill der Key. Und dann hat man es gemacht. Ja, ich hatte keine Lust mehr mit Metapher. Kein Bock mehr auf den Satz gehabt, einfach nur noch schnell, einfach nur noch schnell rausgeschissen. So, 2-gegen-4 Situation. Attex wird hier auch die vierte Runde in Folge abgeben müssen. Schönes Ding. Also, egal wo. Egal Sprout, wie. Egal wann. Sprout. Mann, oh Mann. So, und es ist wirklich vierte Runde in Folge. Alternate Attex kauft doch mal runter. Und da ist die Frage, hat man genug Geld für die ABP? Nein. Und das tut weh. Das ist schlimm. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Du brauchst auf Mirage die ABP. Ja, ist aber ein perfekter Moment, um jetzt mal irgendwie Dreier Mitte Go oder sowas, wirklich mal irgendwas zu riskieren. Aber das werden, da werden, wird sich Sprout drauf einstellen. Ich bin mir 100% sicher, dass sie nicht aggressiv einnehmen. Entweder schnell auf den Spot oder halt wirklich passiv abwartend. Und der Call ist gut. Schnell eingenommen. Ja, die werden die Mitte. Oh, okay. Was? Hätte geklappt. Was? Ey, da hat er mich ja komplett auseinandergenommen. Also da hätte er mich einfach als Ansager komplett outplayed. Sehr, sehr schön gemacht und da sieht man es wieder. Gob hat es irgendwann mal vor zig Jahren gesagt, die deutsche Szene denkt immer nur einen Schritt weiter. Und sie muss eigentlich 2, 3 Schritte weiter denken und das ist das Schöne. Und da wurde ich hier ganz klar schachmatt gesetzt. Muss ich auch mal eingestehen. Ne? Ich glaube, die sind ein bisschen besser als ich. Also wenn wir das Könner gegen Könner-Match nochmal zu... So, und damit reden wir weiter hier. Ordinate Ethics, Sprout, das ist eine schöne, schöne Partie. Long, hast du was zu sagen? Ich bin gemutet. Ja, das ist gut. Ah ja. Ja, schade, wenn Venom einmal am Hot-Button sitzt. Da wird man auch mal weggehen. Ui, so wie Speedy hier von Stefan. Ja, und das ist auch eine Berg- und Talfahrt. Und Stefan, der macht große, große Arbeit. 3K schon in dieser Runde. Und auch Cressy hat nicht genug. Faven antwortet. Aber 1 gegen 2. Bombe kann geplantet werden. Kein Interaktionsradius. Ist aber holable. Definitiv, definitiv. Und den ersten braucht er. Den braucht. Schönes Ding! Oh! Das war so knapp. Stefan, 4K, super 4K. Starke Runde. Und das ist extrem wichtig. Nimmt die AB jetzt sogar noch mit. Und damit hat man die dritte für Alternate Attex erzielt. Hast du irgendwelche Statistiken zwischen den beiden Teams? Welche brauchst du? Ich habe mehrere. Mirage oder sonstiges? Ich habe mehrere. Vielleicht welche Seite angenehmer ist für sie? Es ist auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Es braucht mit 53% Winrate auf Mirage und Attex mit 54%, also wirklich ein sehr, sehr enges Game. Ja, und was denn? Was ist los mit dir? Ich hab gerade mir etwas in der Nase. So, nächste. Aber was wir ja vorhin schon gesagt haben, ne, die Jungs von Sprout stehen halt als Team sehr, sehr gut zusammen. Och, der ist Tempo an. Nicht mehr weg. Wow, wow, also wirklich, was ein Tempowechsel, Bernard und unglücklich und Dennis sieht den nächsten Spieler. Man kann ihn mit 3 Mann unter Druck setzen, tut, muss jetzt beide Seiten angehen. Nein, schön von Sprout. Ja, und wieder dieser Tempowechsel auf einmal. Genau wie eben in der Runde davor schon, wo sie einfach nur Mitte komplett Gas gespielt haben. Ja, Ultra. Also das hast du ja nicht auf dem Schirm. Also du kommst mit der Arbe vor. Oh, wie schön, hat abgewartet. Gute Trigger-Control. Schau uns dir an, Speedy, Junge, von hinten. Ja. Und der nimmt die. Und zwar ordentlich. Okay. Ah ja. Okay. Halb ordentlich. Kann man jemand Gesundheitszustand überprüfen von Speedy? Die Frage ist, ob Laura ihm auch was aus dem Becher gegeben hat. Oh, aber egal. Cressy wird da nicht mehr in die Gefahrenzone kommen. Danger Zone! So, und Cressy, schön gemacht, abgewartet, Timing. Zumindest die Runde nochmal teuer gemacht, auch für Sprout. Ne? Auch wenn sie jetzt natürlich wieder im Geld eigentlich ganz gut dastehen, sie müssen komplett wieder runterkaufen, weil sie alle 5 neue Waffen brauchen. Und ja, trotzdem setzt man auch Alternate Attex halt einfach wieder im Geld tief. Und das ist genau das, was Enkel vorhin auch in dem Teamkreis mit mir
gemeinsam angesprochen hat. Ne? Mit mir gemeinsam, ja. Also diese schnellen Explosions-Goes und aber auch ein bisschen darauf achten, wen man wie getötet hat und wie wer auch rotiert. Und auch die eigenen Leute so ein bisschen mehr steuert. Und ja. Super stark, super stark. Ist wichtig. Also genau, boah, Dennis, Junge. Also, die wollen auf jeden Fall für eine schöne Leistung, für eine schöne Show liefern hier. Für eine schöne Show die Leistung zeigen, meine Güte. Und jetzt, du bringst mich immer raus. Ach, hör doch auf. Nee, ehrlich, das hat mich jetzt echt hier richtig aus der Bahn geworfen. Ito, Ito, wieder gute Hits gesetzt. So, Faven von der Seite. Und das jetzt gerade spielen sie ein bisschen schwindelig. Er kann aber auch ansagen, dass da einer oben schon rein ist. Und Faven hat das jetzt hier alles auf dem Schirm. Speedy übernimmt den Blick. Ja, das ist die nächste Runde. Und jetzt wäre es ganz wichtig für Sprout, hier diese beiden Waffen noch irgendwie wegzunehmen. Stefan geht nur den Winkel nach hinten und das gelingt ihm. Faven wird hier weggeholt auf jeden Fall. Aber die Bombe, die wird hier definitiv hochgehen. Stefan und Slex, können Sie die beiden Waffen mitnehmen? Stefan! Boah, schöner Pick. Oh, das ist stark gespielt. Das ist echt saustark gespielt. Anders als im Gönner-Könner-Match. So, und dann 6:3 der Spielstand für die Sprösslinge. Und das ist eine starke Leistung hier nach 9 gespielten Runden. Und das Publikum merkt es auch. Das Publikum merkt es. Sprout ist gerade wirklich in so einer Euphoriephase. Und ja, gegen die ist kein Kraut gewachsen, weil sie halt selber das Größte sind. Es war eben echt wichtig, was ich sagen wollte. Ich habe es einfach vergessen. Was ist passiert? Ich weiß es nicht mehr. So, Slex mit der AWP. Es war ein Abstieg irgendwie, den ich gespürt habe. So, und jetzt wieder Akkus. Boah, Stefan. Zack, nächsten. So wichtig. Und von hinten einfach nochmal jetzt. Ja, alles erledigt, okay. Was in der Mitte war. Das ging schnell. Da gibt es auch wirklich wenig zu kommentieren. Endlich mal diesen Mitte-Push. Ja. Man hat den hätte ich mir gerne vor 3 Runden gewünscht, ne? Als sie da dann nochmal irgendwie Waffen gegen Waffen das Duell hatten. Das ist aber auch verpflichtend. Sie werden jetzt natürlich daraus gelernt haben, der Mitteblock funktioniert und dann wird natürlich auch Sprout wieder einstreuen, einen Execute schnell auf den Spot zu machen. Genau, dann aber Mitte komplett offen lassen und halt einfach woanders den Go zu spielen. Und dann wiederum das Ganze verzögern, um Granaten frühzeitig rauszulocken etc. pp. Und ja, 4 Spieler bereits schon down. Speedy, letzter Überlebender, hatten noch eine Flash und das Geld sieht bei Sprout überhaupt nicht gut aus. Aber Speedy versucht natürlich trotzdem noch auf Frag zu gehen, weil er mit jedem ausgeschalteten CT natürlich auch das Geld auf der Gegenseite weiterhin tief hält. So, wie viele Runden würdest du sagen, müssen Sprout holen hier, damit sie gute Chancen haben auf der CT-Seite? Fertig. Meinst du, ist schon fertig, ja? 6 Runden reichen? Sehe ich auch so. 9-6, so ein typisches, klassisches Ergebnis. Aber auch da. Also alles, was sie jetzt an Runden holen, ist für die Galerie. 5 Runden stehen hier noch auf, die verteilt werden. Wenn davon 2 oder 3 an Sprout gehen, top solide. Also wenn du mal die Frag-Verteilung dir anguckst, ja, sollte eigentlich Alternate sogar führen, weil die viel mehr Frags noch gemacht haben als die Gegenspieler. Also da sind es 32 auf der anderen, oder 31, auf der anderen Seite haben wir sogar 36 oder sowas. Stark. Das war jetzt nur überschlagen. Ja, reicht mir schon, um mich zu beeindrucken. Jetzt wissen wir, wo der Knochen seine Schwächen hat. Ah gut, Geld musst du auch nie nachzählen, deswegen. So, jetzt steht man vor dem Baseball bereit, klopft auch schon mal an, hat viele Granaten, um das Ganze gut zu exekutieren. Und sie stehen trotzdem mit 3 Mann bereit. Das wird schwer für Sprout. Ja, komplett. Auch nochmal sehr, sehr gute Smokes rausgebracht. Und Alternate steht hier perfekt auf dem B-Spot. Oh, schön von Speedy von der Seite. Also man behält auch hier immer noch die Nerven, möchte auch hier wieder Schaden anrichten, um auch die Eco weiterhin niedrig zu lassen, aber Alternate holt die 5. Runde, da ist auch mal ein Applaus. Ja, sehr schön. Denn auf der einen Seite, klar, die Sprösslinge haben ihre Anhänger hier, die müssen nach vorne gepeitscht werden, aber auf der anderen Seite ist Alternate genauso ein sehr, sehr hervorragendes Team, was wir im deutschen Raum begrüßen dürfen. Beheimaten dürfen. Definitiv.
Ach so, ja. Ja, genau. So, und morgen geht ja übrigens die Show hier auch weiter. ESL-Meisterschaft mit League of Legends am Start. Johnny, Maxim, Mori und Sola sind auch schon angekommen. Wirklich? Die vier? Ja, die vier sind da und zusammen natürlich dann noch mit den beiden Hosts Asmugel und Frodo Apparat. Also Frodo und Asmugel. Ich hätte auch bleiben können. Tja, jetzt mal na, für die Selfies auf Instagram. Ne? Slacks. Oh, Slacks. Schön, 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 schön. Gute Flash-Kombo da rein auf jeden Fall. Aber Cressy steht hier wieder safe im Spot. Macht 2, Stefan 2. Und dann ist Kito down. So, und der Attack Strain, er rollt. Und wieder rollt. Vor allen Dingen haben die schon ordentlich eingenommen. Denn 10k bei Cressy nach dieser gewonnenen Runde. Wir haben insgesamt schon fast an die fünfstelligen Bereiche bei 4 Spielern. Stefan mit 7,6 auch schon gut ausgestattet. Beziehungsweise er muss, glaube ich, sogar noch etwas investieren. Und hier sehen wir die Statistik. Stefan, 131er ADR. Und das ist auch etwas. Er ist wirklich, er glänzt entweder wirklich komplett shiny ohne Ende. Oder manchmal geht er auch ein bisschen unter. Es ist immer so dieser Zwiespalt. Selten in der Mitte. Raw Diamond oder Bling Bling Diamond. Ja, aber häufiger Bling Bling Diamond. Ich persönlich finde sowieso, dass er ein Weltklasse-Spieler ist. Aber ist ja schon relativ alt. Für diesen Skill. Ja, ist er 27, glaube ich. 27, 28. Ich meine sowas. Gegen mich natürlich noch ein Jungspund. Gegen dich gerade erst geboren. Richtig. Aber so ein Knochen investigated das Ganze, während wir uns diese Runde natürlich nochmal zugute führen. Auch diese Kamerafahrt zeigt, wie wichtig diese Posi mit der AWP ist. So, und Mittekontrolle wieder von den Sprösslingen. Schaut es euch an, dreimal hinter der Insel. Und da hoffen sie natürlich, dass einmal gepiekt worden ist, dass man vielleicht die Info erzielen möchte. Was ist da? 26? 27, 27. Hast du ja gesagt. Ja, sparen wir nicht sicher, 26. Ja, kannst du sicher sein. So, und Syrson mit der AWP hält natürlich ein bisschen den Rücken. Ja, frei. Jetzt Richtung Kurs. Jetzt der Boost. Schönes Ding. Und dann gemeinsam. Silent Boost. Double Peak. Oh, er springt sogar wie der letzte Verrückte. Was war das denn? So, Slacks. Ja, oh, zwei Stück. Zumindest noch mit zwei, Dude. Jetzt muss er natürlich auch gegen Kurz aufpassen. Damit die Räume ein bisschen eingenommen bei Sprout. Viel Zeit rausgeholt von Dude. 20 Sekunden auf der Uhr und alle drei CTs schon in Close Range. Hat er ihn gesehen kurz? Nein. Nee, ne? Jetzt Kito. Oh, jetzt hat er, glaube ich, mit dem Jiggle auf jeden Fall den Spieler wahrgenommen. Und Stefan muss nur abwarten. Er muss seine Mates natürlich interagieren lassen. Die müssen nach vorne kommen. Aber auch da hat man natürlich eine Awareness. Das ist Faden da. Das ist richtig wichtig. Jetzt stehen sie eigentlich ganz gut. Also ist auf jeden Fall machbar für Sprout jetzt. So, der war der Wichtigste. Denn jetzt kommen die anderen beiden einfach nur frontal und Faven und Kito holen das hier. Stark, stark, stark. 2 gegen 3. Und da hat man wieder gesehen, dass der Raumvorteil größer der Mannstärke ist. Immer abhängig auch natürlich von der Utility, aber sau, sau stark gemacht. Und sowas gibt natürlich Aufwind. Und NK redet, das heißt, wir haben hier ein Timeout. Und es ist Zeit für ein Lapdelle. Ja, aber also wichtig, dass NK jetzt auch nochmal so ein bisschen diese Notbremse zieht. Zweite Timeout hier. Aber wie gesagt, ein, zwei Runden sind halt noch extrem wichtig. Was ist denn los, Herr Döllert? Nichts, nichts, nichts. Döllert der Döllert, oder? Nee, heute rämmert für euch der, nee, heute hämmert für euch der Rämmert und ja, morgen Döllert für euch der Döllert. Im Doppeldecker. Im Doppeldecker-Bus. der war wirklich der Kommentar des Tages aus dem Chat. Für dich, ja, freut mich. Während des Gönners-Match gab es noch ein paar mehr Kommentare des Tages. Ich muss jetzt einfach mal auf, ehrlich, ey. Mach dir nichts draus. Ich habe auch in 1,16 gespielt bei dem Showmatch. Du traust dich überhaupt noch hier den Mund zu öffnen? Aber lag an meinen Mates. Nein, Spaß beiseite. So, danach wurde Devron von Big Omen Academy gepickt. Mitte 3 weitere Personen, die wieder die Mittekontrolle angehen möchten. Also Sprout hat echt die Philosophie, dass die Mitte natürlich Dreh- und Angelpunkt ist, was es schlussendlich auch wirklich ist. Man kann in jeglichen Bereich sich zugreifen, man kann über den Underground Richtung B, man kann über Kurz Richtung B, man kann über die Connector Richtung Oh nein, Slacks. Oh nein, oh nein, oh nein. Sowas muss natürlich dann auch genau in so einem Grand Final sitzen. Ja, da wird jeder Minimalfehler natürlich bestraft. So, Stefan.
Der wird jetzt gleich Aufgabe kriegen. Vor allem hat man die Steps gehört. Das war aber sehr laut. Das könnte man auch als Bait verkraften oder einschätzen. So, jetzt, das wird schwer. Das wird schwer. Alternate. Tanzen auf dem Gullideckel und jetzt geht's nach vorne. Benner, er ist den Spieler, nimmt er raus. Stefan ebenso fündig. Und Kito muss mit der Molotov Druck aufbauen und von der Seite braucht man jetzt eine Mitspieler. Schöner Laufweg von beiden. Zeht es da unter Holz. Und jetzt ist nur noch Süßhorn mit 4 AP. Der wird geholt. Und es ist die Runde Nummer 7 für Alternate Apex. Und wenig Geld für Sprout. Das heißt, es könnte hier wirklich der 8. Zähler und die Halbzeitführung für Alternate sein. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Also wenn Alternate noch ein paar Runden auf ihren Zähler bekommt und dann spielt bei Sprout langsam dieser Film ab, den man die letzten 2 Seasons in diesem Jahr schon hinter sich gebracht hat, wie man immer wieder ins Schwanken gekommen ist und dann am Ende doch dieses Match weggenommen wurde. Und wenn wir dann auf eine 3. Map kommen, da ist aber richtig am Schwitzen. Da würde ich sagen, ist Alternate sogar psychologisch im Vorteil. Dann sind sie favor. Und Cressy, der ist gerade auch im Vorteil. Man hat hier in der letzten Runde immer noch mehr als genug Geld übrig. Ja, und für alle, die vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, es ist die deutsche Meisterschaft. Vor allen Dingen ist das 3. Mal hintereinander, die 3. Season hintereinander, dass Alternate Attacks gegen Sprout im Finale steht. Und bisher konnte Alternate Attacks sich jedes Mal durchsetzen. Hier Sprout mit einer Map schon in Führung. Und auch auf Mirage sieht es nicht schlecht aus, aber trotzdem unglaublich ausgeglichene Partie. Boah, Junge! Schmeckt. So, und dann auch wieder Süßer mit dem Nächsten. Also der ist sowas von stark. Ist die AWP. Das ist natürlich genau sein Metier. Und der... Stefan? Was? Der war von Dennis. Nicht von Kiko, der da runtergefallen ist. Das war... Achso, das wäre komplett... Das war doch Dennis, der da runter ist. Nein, Dennis kam von Connector. Schade, ich... Ey, Junge. Bleib das Publikum wird auch gebaitet. Locker auch durch die Hose ab. Ja? So, Speedy mit dem Nächsten. Cressy rausgenommen. Bernard 26 HP. Dude, noch mit vollem Lebenspunkten. Aber da wird auch nicht mehr viel anbrennen. Er muss aber unbedingt auf den Retake gehen. Das ist die letzte Runde der Halbzeit. Und danach hast du wieder $800. Ob du Bank. Ob du drupp bist oder nicht. Das sag ich dir. Dudi hat sogar einen Taser. Der geschulte Blick sieht den Taser und der geschulte Schuss sieht den Break von Dennis und die 8. Runde und damit die Halbzeitführung für die Sprösslinge. So, also, die gute Laune ist auf jeden Fall noch da bei Sprout, auch wenn man ein bisschen angespannt ist. Bei Attex hängen die Köpfe ein bisschen, aber let's go Sprout, hören wir. Weil hier natürlich auch im Chat gefragt wurde, ob überhaupt jemand für Sprout ist. Aber ich glaube, das Verhältnis ist so ein bisschen Sprout hier mehr onside, Attex-Fans mehr gerade zu Hause im Chat. So, holt Attex sich die 2. Pistole hier in diesem Finale oder macht Sprout ihre 3. klar? Das ist eine sehr gute Frage. Ich nehme diesen Preis nicht an. So, Dude, mit Smoke und Molotov. Slacks, ebenso eine Smoke. Das heißt, man hat da eigentlich was ganz Klares geplant. Wo stehen die denn? Das sind die beiden A-Spieler. Man wird einen Split spielen und passend natürlich dazu absmoken. Einer der Faktoren wäre natürlich entweder richtig verkaufen und eine tiefe Connector-Smoke oder einfach nur schlussendlich die Bereiche zumachen und zwar Connector und Jungle, Jungle und City Base. Ja, und jetzt geht's ans Eingemachte. 1-1 straight und dann ist Kito schon wieder Erfolg. Oh! Schöner 2., schöner 3., schöner! Oh! Faven! Hat Knochen gerade schon seine Haut abgestoßen, ey. Das war... Eieiei, wenn das deiner gewesen wäre, lecco mio, das wäre die Szene des Tages. Ja, oder Szene der Saison, genau das hätte ich auch gesagt. Szene des Jahres. Okay, übertreib nicht wieder mal. Aber jetzt kannst du noch mal schön genießen von Kito. 1., zack, 2. und 3. und dann putz. Das wäre, das hätte seiner sein können. Hast du den Wackshot von Kito gesehen? Ja. Frechheit, ne? Frechheit, ja. Dass der noch frei rumläuft da draußen. Noch 2 Tage. So, Dennis, schön. Zack, zack, zack. Einmal die kleinen Kelloggs in die Schüssel zu mitnehmen. Ice cold, baby. Ice cold. Der Typ war eiskalt gerade. Die Mimik. Hast du dieses Duell gegen die Kamera gesehen? Nein.
Das merke ich gerade. Und die Stimmung, Magdeburg, fantastisch! Und hier sehen wir es nochmal, was eine Show von Sprout! Und jetzt sieht es Zeller, die Double Digits, die sind da und jetzt geht's in die nächste. Alternate Ethics, ohne AWP, aber dafür mit ordentlich Tempo. Und jetzt das nächste Duell, Speedy. Und Speedy gewinnt es gegen Cressy Payback. Und da wird sofort in den Molotow gejumpt. Und das tut jetzt unglaublich weh, hier gegen die Seite so Probleme zu haben. Syrson passt nochmal auf. 1 gegen 3. Slacks. Wie viel kann er machen? Jetzt im Schluss bei Syrson. Runde Nummer 11. Ja, und das tut weh. Es tut einfach weh, dass man die erste Equip Round auf der Terrorseite direkt mal wieder hier so brachial in den Kopf bekommt. Denn es ist wirklich ja, verhext. Wenn Sprout einmal die Dominanz hat, dann geben sie sie sehr, sehr schwer wieder ab. Ja, aber wir sehen die Pistol Rounds hier natürlich auch mal wieder der Unterschied, ne? Also auf dieser Map 1-1 Pistol Stats, aber overall 3-1 für die Jungs von Sprout. Und diese Pistol Round wird hier Sprout mehr helfen. Ja, deswegen unglaublich wichtig gewesen, dass er Otto den Attack hier auf ihr Konto kriegt. Aber jetzt, auch. Jetzt verschießt aber langsam doch mir ein paar zu viele Shots. Ja, ich glaube, da haben wir Slacks auch noch mit drin, der hat nämlich auch manchmal ein paar Safe-Dinger noch versemmelt. Aber fünfmal Deagle ist wieder so dieser typische YOLO-Effekt. Man spielt ein bisschen aggressiver, man spielt ein bisschen mehr auf den Frag, man spielt viel, viel flexibler und manchmal ist es meines Erachtens wirklich genau dieser Part, den wir hier schon wieder sehen, Dude mit dem ersten Frag und damit hat man die 5 gegen 4 Situation. Jetzt muss man das Ganze kontrollieren und Syrson, ja, nicht die beste Posi mit seiner Arme. Der Molly wird's richten. Ja, die unterstützt, ja, super stark gespielt. Oh, so Diska. Einmal kurz Syrson ne, reingesalzt und schon zeigt er wieder, dass da ein bisschen Zucker in ihm drin ist. Oh, wie schön. Cressy im 1 gegen 4. Jeder mag Salted Caramel oder viele mögen es zumindest. Okay. Ist das die perfekte Mischung und die Symbiose bietet uns hier diesen unfassbaren Skill. Cressy, was kann er sich hier noch klicken? Was für Tränen. Boom! Ja, da klatschen. Oh, er wollte nur noch den Plant haben. Das war alles, was er wollte dann. Aber Syrson in dieser Runde mit 4 Kills gewesen. Der sich damit auch an die Spitze der Stats im Scoreboard hocharbeitet. Naja, nicht ganz. Leider gar nicht. Auch wird gleich kommen. Wird es? Ja. So, 12 zu 7. 19 Runden bereits gesehen. Und das wäre echt mal bahnbrechend, wenn wir hier heute sage und schreibe 6 Maps nur erleben können. Was heißt nur? Es sind fantastische Maps, aber Slacks und Bernard, die haben etwas dagegen. Und es waren ja 7. Ich möchte ja nochmal auf dieses. Ich habe von 6 fantastischen Maps gesprochen. Gut. Also, Sprout braucht noch 4 Runden, um endlich das erste Mal den Titel hier klar zu machen, nach in diesem Jahr zumindest, nachdem man beide Male im Finale stand. Knochen und, jetzt das dritte Mal hier im Finale steht. Es sind ja nicht nur 12.000 Euro, die man gewinnen kann, sondern was gibt es noch? Ja, natürlich ein Slot für die DreamHack Leipzig. Das Hammer. Neu eingeführt. All das könnt ihr sicherlich auch online nochmal nachlesen. Folgt einfach auch dem Kanal der ESL Germany auf Twitter, ESL Deutschland. Und da könnt ihr natürlich solche Informationen dann auch immer wieder finden. Eine Weltklasse-Flash, also die war wirklich, da war keine Möglichkeit, der auszuweichen. Und jetzt haben wir natürlich den Backstabber Cressy auf dem B-Spot. Und der erschließt natürlich jetzt hier den Raum, hat damit natürlich das Team von Sprout komplett outplayed. Und ich denke mal, da gibt es nur eine Möglichkeit für Sprout, ihre Waffen versuchen durchzubringen. Aber Syrson, der war gerade ein bisschen greedy, wollte mit der Arbe doch nochmal auf den Frag hier gehen. Am Ende ja, schneidet er sich damit ins eigene Fleisch. Also, Twitter-Handle ESL Germany. Ja, da findet ihr dann natürlich auch solche Informationen. Und auch so eine. Das, was wir heute erklärt haben, wird da sicherlich nochmal geteilt. Das war jetzt das Stichwort für Sodi. Hallo Sodi. So, und in der Runde wird nicht mehr viel passieren. Cressy ist noch auf der Pirsch, aber auch Speedy mit seiner AWP.
an einer guten Position. Wenn man sich das da betrachtet, gibt es nur noch dieses One-on-One maximal, aber auch da sollte man grundsätzlich nicht mehr duelliert werden. Problematik ist aber Sprout mit relativ wenig Kohle. Ich denke mal, sie werden forcen. Denn Speedy kann auch nochmal einen weiteren Spieler mit einer Waffe versorgen. Kito wäre da prädestiniert für. Und man kauft auch runter. Hat vor allen Dingen MP9s und das bietet eigentlich immer wieder ein bisschen aggressiveres Spiel an. Also so ein Palace-Push, ein Action-Push, ein Mitte-Push, ein Underground-Push. Oder halt letztendlich eine sehr aktiv-passive Deckung im B-Haus, wo du also aggressiv stehst, aber passiv abaimst. Ja, und das alles gut, ja. Mit MP9 wirklich vorzüglich. Und wir sehen es hier auch direkt. Wobei, das ist eine sehr komische MP9. Schnellfeuer gibt's da nicht. So, kommt hier Alternate nochmal zurück ins Spiel und wieder ran ans Ergebnis. Jetzt Ravis erst. Die haben gar nicht alles runtergeforst. Nein, haben sie auch nicht. Jetzt bin ich echt gerade geschockt. Ich habe nur gesehen, dass diese MP9 weitergelegt worden ist und dachte, alles klar, dann hat sich das erledigt. Und Bernard jetzt hier im Duell, aber so kann man auch mal getäuscht werden. Immer noch so gekauft, dass sie die nächste Runde halt unfrei haben. Boah, schön von Dennis. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und der geht natürlich jetzt nicht auf Waffe. Der hat gar keine Ahnung, ob da jetzt natürlich 2, 3, 4, 5, 1, 0, 10.000 stehen. Und jetzt geht es wirklich erstmal ein bisschen um Timing, um Spielgefühl. Und Dude, ja, der hat ihn auf jeden Fall verjagt. Und oh, das ist so unmöglich zu predikten. Unmöglich. Oh, hat er Glück. Hat er Glück. Nee. Avon fackelt ab, kann aber noch einen mitnehmen. Bleibt da sehr lange im Molotow stehen. Und dann ist es Dude, der den Frag bekommt und nicht Sirson andersrum. Oh, wie bitter. Hätte zweimal anders sein können in dieser Runde. Der Winkel, ich glaube es nicht. Also so einen toten Winkel da zu haben, ist echt absolut frech. Ja, und Speedy, der versucht natürlich irgendwie rumzustochern, dann nochmal den einen oder anderen mitzunehmen, aber es klappt nicht. Neunte Runde, Alternate Attack, Freunde. Kurz vor der Zehnten. Kurz vor der Zehnten. Und damit merkt man, sie haben auf beiden Halbzeiten Spielanteile. Und ja, so richtig der Healthy Buy, also der gesunde Kauf bei Sprout, ist noch nicht da. Man hat immer noch einige Defizite bei der Utility oder schlussendlich überhaupt gar keine Waffe. So, ein 16:9 hatten wir heute zweimal, ein 16:10 und damit Double Digits bisher noch kein einziges Mal. Ja, ein einziges Mal, ja. Könnte jetzt passieren. Und auch diese Double Digits sind natürlich immer so ein bisschen psychologischer Vorteil dann auch wieder. Wenn du dann wieder dran bist, dann so ein 12-12 mal schnell rauszuholen, ist auf jeden Fall drin. Und wenn du dann wieder dran bist an Sprout, dann geht die Pumpe und die geht dann schneller. Ja, also ganz klar, jetzt psychologisch kann nur noch Alternate gewinnen. Also entweder gehen sie jetzt hier unter im direkten Duell, verlieren einfach viel weniger, gewinnen viel weniger Runden als Sprout, oder sie sind wirklich komplett im Modus. Und das könnte dann Sprout wirklich, ja, dazu bringen, ein bisschen an sich selbst zu zweifeln und vor allen Dingen auch, shady werden. Dass sie shady werden, da man ja auch die letzten beiden Finalspiele jedes Mal gegen Alternate verloren hat. Ja. Und damals im vergangenen Jahr sogar im Halbfinale. Ja? Also da war es dann am Ende nicht mal das Finale, was man wenigstens spielen konnte. Auch da die große Überraschung. Ja, es war das letzte Mal ja auch ein 2:0 für Alternate sogar gegen Sprout. Ja. Also alles schon gesehen, alles schon da. Super geile Story und man könnte jetzt erstmalig in der Geschichte der ESL-Meisterschaft bei CSGO ein Triplett hinlegen, also dreimal hintereinander den Titel holen. Ob das funktioniert, das ist die große Frage und Sprout wird etwas dagegen. So, passives Spiel, abwarten. So. Boah, nochmal ein Shot gesetzt gegen Cressy. Ravenfeld. Ist der Typ stark. 3 gegen 3 Situation. Uff, ist der stark. Boah, was ist denn hier gerade los? Und der Observer ist trotzdem auf allem drauf. Da gibt es nur noch mal 1 Klicks. Das war aber ganz klar von Rush. Boah. Ja. Und boah. Du denkst dir so, ne, wie früher, wo du dann irgendwie schon in einem Frag-Bot oder sowas warst und wusstest, wo du ihn schalten musst. Nein, ich hab hier leider. Alter Verwalter. Entschuldigung. Ja, da wird auch im Publikum die Reaktion. Auch im Publikum wurde das gerade sehr unglücklich. Genauso. Genauso. Haben wir die Zugvögel hier, oder was? Nein. So, hier sehen wir nochmal den Shot von Kito. Zack, und dann den zweiten annimmt gegen Cressy. Nochmal richtig eng geworden, diese Runde wieder. Trotz der Deagles. Und Enkai
nimmt hier nochmal ein bisschen Tempo und Fahrt raus. Aber erste Mal 16-10 oder 10 Runden. So. Aber mal, wenn das Spiel auch vorbei ist, dann gibt es für NK nur noch eine Sache. Die Flugentenbrust in, was war das nochmal, Preiselbeersahnesoße auf, ich weiß es nicht mehr. Das von seiner Mama, sein Lieblingsgericht. Hat er schon sehr von erzählt. Ja. Ab dem 21. ist die Familie wieder zusammen. Stimmt, hat er mir erzählt, ja. Da fährt er zu. Ich dachte, wäre was Besonderes. Hat er also jedem erzählt. Boah, sehr sonnig. Und Bombe auch gesehen. Gute Information jetzt. So mit dem nächsten aber brutal. Und jetzt Dennis. Und Speedy sofort die Antwort gefunden. Und Speedy! Und Speedy nochmal! Und jetzt ist es nur noch Cressy gegen 4. Und die Information, dass die Bombe im B-Haus down ist, die haben sie ebenfalls. So, und der ideale Buy wird's auch nicht. Also man wird beinahe nicht genug Geld haben. Cressy aber immer noch nicht hier mit so dieser Runde abgeschlossen. Und vielleicht kann die Regie mal einen Satz übersetzen an unseren Observer. Denn im Chat wurde gerade geschrieben, der Observer ist pervers geil. Observer, du geile Sau. Ja, vielleicht besser nicht durch den Translator jagen. Das könnte noch mal ganz anders passieren. Wortwörtlich. Und Cressy, schöner Versuch, aber 13. Runde für Sprout. Oh yeah. Also, es wurde uns ins Ohr gesagt, er hat sich sehr gefreut, das zu hören. Und ich glaube auch wirklich, dass es unglaublich ist. Ist das der gleiche Observer auch? Nein, das ist auf jeden Fall aber der gleiche Observer im internationalen Raum. Rush kennt ihr auch, wird ja auch öfters mal gezeigt, auch bei der ESL Pro League. Also da haben wir wirklich einen Hochkaräter. Keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, Knochen hat den bezahlt, hat kurz mal in die Ritze der Couch gegriffen, hat da noch ein paar Tausend gefunden. Ja, vom letzten Preisgeld noch, von damals. Achso, das wäre das Kleingeld, was hier rausgefallen ist, als du dich hingesetzt hast. Muss ich nicht mehr so viel fragen jetzt. Das lohnt sich nicht, da reinzugreifen. So, Bernard, wie schon angesprochen, nur eine Diegel, der Rest hat ordentlich Waffen. Und jetzt Raven, wichtig, wichtig, wichtig! Erst den Spieler schon mal rausgenommen und Stefan, oh Gott, Syrson mit Bernard auch abgeschlossen. So, Dennis! Wird geholt, aber Syrson steht wieder und jetzt ist es Stefan im 1 gegen 3. Was kann er machen? Oh, dann geht er in den Zoom und kriegt den Frag, hat aber viel einstecken müssen. 5 HP bei ihm noch auf der Brust, 3 Frags bisher gemacht. Könnte hier das Ace klar machen. 26-13 Sets, 3-0 KD. Der kämpft alleine, aber Faven und Komplett Sport wehrt sich dagegen. Ja, und die Zuschauer müssen sich auch wehren. Also wenn da draußen noch Alternate-Fans sind, die nicht schon konvertiert sind, weil ne, der Gewinner immer angenehmer ist. Was? Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Alternate nach vorne zu peitschen. Oh yeah. Oh, nein, doch nicht. Jetzt go Sprout. Ja, da habe ich natürlich die richtigen aktiviert, aber gerade hat Sprout auch genau das verdient. Sie sind stark unterwegs, sie sind hier unglaublich gut. Smoke und die, nicht auf. Die war wichtig, die Smoke. Da passiert gar nicht. So, und jetzt geht es hier vor allen Dingen wenig Waffen, wenig Equipment. 4 Flashes, die werden natürlich jetzt komplett in Pearl Harbor Regen aufmachen. Kommt geflogen. Ja, das ist ganz wichtig. So, aber Kito ist mal kurz da. Kito. Kann viel ansagen, sehr viel ansagen. Und die Runde Nummer 15, die ist jetzt greifbar. Zack, Syrson mit der Arme gegen den Planter. Und du fällst und das ist Runde Nummer 15 auf dem Konto von Sprout. Und nun haben wir 5 Matchbälle für Sprout, das Ganze hier zu beenden. Sogar Saisonbälle haben wir hier, die guten Punkte. Die können jetzt hier wirklich das Ding festmachen. Und dann ist es endlich geschafft, das dritte Duell gegen Alternate Ethics. Das dritte Duell im Finale. Das dritte Duell geht dann vielleicht auf das Konto der Sprösslinge. Und das wäre natürlich endlich, das endlich. Der Ausgang ist ja. 12.000 Euro gibt es on top oben drauf. Und den Slot für die DreamHack Leipzig. So ist Kito es. In der Mitte. Wird er hier den ersten Spieler finden? Er sieht den ersten Kito. Das Duell! Erster ist raus! So, noch 4. Bis zum Pokal, bis zur Trophäe, bis zum Titel. Syrson mit dem nächsten. Syrson stark vor ihm! Syrson mit dem Doppelkill! Und es ist die 4 gegen 2 Überzahlsituation. Ja, Bernard, der. Die Zeit läuft, aber die Fans hier vor Ort in Magdeburg, die geben jetzt hier nochmal alles. Die geben Vollgas für ihr Team, für ihre Teams.
So, Bernard und Chris, die werden natürlich jetzt initiieren. Sjursson, wird er hier noch entscheiden? Sjursson! Und das ist es! 16 zu 10! Sprout gewinnt die ESL-Wintermeisterschaft 2019. Und der Fluch ist endlich gebrochen. Erledigt! Grandiose, grandiose Leistung. Man merkt es auch. Es ist, glaube ich, wirklich eine... Auf der einen Seite viel Freude, auf der anderen Seite auch endlich die Erleichterung, endlich diesen Fluch. Ja. Eine Last, ja. Die abfällt hier. Und ich glaube, man kann es noch nicht so 100% realisieren. Stefan von Seiten von Alternate Athletics, der ein großartiges Finale gespielt hat. Aber das hat am Ende nicht gereicht. Man muss sich geschlagen geben. Ha. Und einmal das Duell gegen die Jungs von Sprout verloren. Aber man muss auch dazu sagen, auch ein Athletics hat hier heute großartig gekämpft, vor allem das Halbfinale war bockstark, das Finale gegen Sprout hat doch eine große Schwierigkeit. Ja, muss man, vielleicht ist es dann auch wirklich der Unterschied, dass Mantu natürlich kurzzeitig ausgewechselt worden ist. Nicht, dass Bernard nicht die Fähigkeiten hätte, das hier mitzugewinnen, aber man muss natürlich auch da einbeziehen, dass die Vorbereitung dementsprechend natürlich kurzfristig war. Und das ist es hier. Endlich stehen sie vor der Trophäe. Und wer darf den Pokal hochheben? Wer schnappt sich den Pokal? Es ist Kiko, der den Pokal hochhebt und... Jawohl! Euer Wintermeister 2019 der ESL. Sprout geht als Sieger hervor. Fluch gebrochen. 12.000 Euro. Und zusätzlich der Slot für die DreamHack Open in Leipzig im Januar kommendes Jahr. Ja, aber man braucht sich nicht verstecken. Da auf jeden Fall, du hast es eben schon angesprochen, Stefan hat um sein Leben gespielt. Jeder war auch bei Alternate immer phasenweise richtig stark unterwegs. Gegen Sprout hat es dann einfach nicht gereicht am Ende. Aber